Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ETS2 und zwar heute im Konvoi und zwar unser Inhaber, Osinator. Der hat sich jetzt auch noch Euro Truck Simulator geholt und der Core Gaming Time auch, aber ist gerade nicht dabei, schade. Aber der wird bei den nächsten Streams dabei sein, denn wir wollen heute Konvoi vom Team veranstalten mit Community. Ihr könnt mitmachen. Wir starten ab Hamburg und dann fahren wir nach Skandinavien hoch, dann runter nach Italien. Zu Gast haben wir heute im Teamsieg und zwar den Tobi, den Panzerfahrer, den anderen Tobi, den Tiaki, also Tiak, den Jonas und den Osinato natürlich ist. So, dann wollen wir mal starten und dann wollen wir jetzt mal eine Runde Konvoi fahren hier in diesem Laden und dann gehen wir jetzt mal richtig Gas hier in den Dings. So, alle hupen! So, fragt Marc, welchen nehmen wir? Mein Ohren sind jetzt geflogen. Eterne. Justus Gaming, sei grüßt. Ja, wie gesagt, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Aber wie gesagt, letzte Woche hat meine Mutter frei gehabt. Und diese Woche hatte ich noch was zu tun gehabt für die Schule und so. Und morgen müssen wir mal gucken, wie wir streamen. Erst habe ich Nachhilfe. Also vielleicht morgen Abend dann eine Runde streamen bei uns hier. Wieder auf dem Kanal. Ja, nächste Woche habe ich dann noch Schule. Danach die Woche habe ich dann Klassenfahrt. Schalschule. Schule ist gut. Nee. Fahren wir runter nach Italien? Externe Aufträge. Lass mal nach Russland. Wie wär's mit externen Aufträgen? Nach Russland. Uppsala, nach Wederstedt, nach Bergen. User joined your channel. Nach Jakobskönig. Moin. Sollen wir anfangen? Ja. Nicht schlimm, Justus Gaming, nicht schlimm. Pixel Ente, sei grüß, willkommen zu ihm. Mal kommst du mal wieder auf. Jetzt nach Russland. Dings. Nein, wir fahren. Ernsthaft? Gibt's nicht mal. Nach Polen können wir fahren. Nach Ungarn. Hamburg war zwar. Wo wir können jetzt? Auch nach Malmö oder Kopenhagen. Ungarn. Hamburg, Rostock. Budapest. Obwohl. Weißt du noch, die rennen raus, wie die wollen. Hamburg, Million. Ey Leute, passt auf vorbei. Ey Leute, lass mal die Walze fahren. Hamburg, Million. Warte. Miliano. Hamburg, ja, Miliano. Ich. So, alle diese Tour nehmen. Nehmt ihr die? Hat jeder. Ja, gib Gas, wir wollen starten. Und ich grüße alle 7 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, sorry, dass ich die letzten Tage nicht gestreamt habe, aber jetzt geht's wieder los. Aktiv hier. Und dann gehen wir Gas, das ist als Oberst bei mir. Ah ja, Tiagi Boy. Ach da, Hamburg nach Milano. Ja, habt ihr das jetzt hier Dorfdeppen? Ja. Ihr, ne, ihr seht ja Dorfdeppen-Kuh, ne? Ja, also ich hab das jetzt mal so ausgedacht, Dorfdeppen, das ist auf meine Scheiße gewachsen. So, ab geht's, es geht los, wir fahren los. Gestern habe ich auch bis 1 Uhr ETS gefahren. Stream hatte ich keine Lust gehabt, ich wollte was Musik hören. Aber jetzt hier, ich hab noch ein Angebot. Diesen... Der Niklas. Der Niklas. Ja. Was nehmen wir jetzt für den Dings? Hab ich das schon gerade gesagt, Milano fahren wir jetzt runter. Wo fahren wir hin? Milano, ne? Ja, bleib verfahren. Ne? Ja, wir haben Schnack. Alter ist weg. Ich kann keinen. Ja, wir fahren da jetzt runter nach Milano. Da musst du leer hinterherfahren. Dann fahren wir hinterher, Oskar. Hä, wo ist denn das? Italien. Justin, hi, sei grüß, wie geht's dir? Nach Milano. Komm mal rum hier auf den Teamspeak. Kannst du auch mitspielen, wenn du möchtest, eine Runde schnacken. Wir sind alles Dorfdeppen. Das war meine Idee. Hashtag Dorfdeppen. Das ist auch meine Scheiße gewachsen. So, gestern bin ich 150 gefahren. Genau. Oh, aber. Ja, Niklas, ich fahr euch hinterher. Ey, Oskar, überholen Sie jetzt immer. Wo sind denn die lang gefahren? Weiß ich nicht. Warte mal, ich mach mal auf Karte. Ja, wir sind da wieder live, also wer da mitmachen könnte, kann da gern mitfahren. Ja, Hashtag Dorfdeppen. Ja, hier haben wir, jetzt haben wir hier aber auch was angetan. So, ich hupe nochmal. Hupe. Ich fahre jetzt gleich auf die Autobahn. Ja, warte. Von Hamburg raus. Wir kriegen die eingeholt. Bist du das? Ja, Niklas. Ach komm, über rote Ampel ist egal. Wir fahren auch bei Rot, normalerweise nicht, aber komm, wir fahren. Wieso ist, wann geht der Schnee einfach weg? Spielst du mit Lenkrad? Ich spiel mit Lenkrad. Musst du einstellen, externen.
Nein, ich bin nicht auf Klassenfahrt. Ich bin auf Klassenfahrt in 2 Wochen. Ja. Nächste Woche habe ich nochmal Schule und dann bin ich auf Klassenfahrt. Was? Nichts? Ja, kannst draufkommen, Justin. Alter, Leute, ich hab euch im Auge auf der Klassenfahrt. Ich hab schon meine wieder Disponenten, die zugucken. Disponenten? Oh. Also meine Stasi-Agenten. Alter, jawohl. Von der Staatssicherheit, ja klar. Und zwar Oskar, der guckt ja immer rein hier. Wer ist das denn? Oskar, der Teamspeak auf dem Handy. Das kann man grad ändern, da mach ich nichts mehr. Ach nee, hier ist was los. So, wer will denn nochmal eine Runde mitfahren? Ja, also wir fahren hier jetzt mal hoch. Ich hab mal meine Hupen gemacht, ja. Irgendwo wo bist du denn, du Dorf, ey? Ich fahr jetzt aus Hamburg raus. Sag mal, bist du blöd? Wir sind Hamburg schon raus. Komm jetzt. Wie assi ist das denn? Alle meine Accounts sind im Live-Chat gesperrt. Wieso? Ich hab alle gelöscht, außer den... Chucky auf Kanal und der Meister ist frei. Aber und ich grüße warte, alle 10 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu. Es gibt doch einen Undercover-Account. Heute ist Dorfdeppen hier. Heute ist Dorfdeppen angesagt. Hä? Gestern mit 150 über die Autobahn. Ja. Oh, aber ich glaube, man Latte überschlagen hier. Da hat der Oskar erst, sag mal schnell, das Spiel gehabt neu mit Core Gaming Time. Marco Schmidt, sei grüß. So, gib mal Gummi hier. Wer fährt denn da? Am Osinator. Huch, ich wollte da gerade abfahren. Oh, Scheiße, jetzt wartet doch mal irgendwo. Ja, Niklas, lass mal warten. Wo warte ich doch? Ich will doch schon lass auf. Mal hier Stopp einlegen. Man gibt schon, warte mal auf. Nee, lass mal hier rechts Stopp einlegen. Meister, it's Justin, sei grüß, willkommen Stream. Nee, lass mal auf die Tanke, lass mal. Schön, dass ihr alle da seid. Wie gesagt, jetzt geht's wieder Streams. Morgen ab 14 Uhr dann. Bis 13 Uhr habe ich Nachhilfe und danach kommen wir aber. Danach wird gestreamt. Ich fahre nicht auf die blöde Tankstelle. Na klar. Ich mag die Tankstelle nicht. Ich mag die auch, ey. Echt? Echte ETS-Fahrer, weißt du, wo die hinfahren? Da zeige ich dir gleich. War noch ein Strich. So. Wir waren doch gerade in Hamburg umdrehen. Ja, der wartet das am Seitenstreifen. Ich hab ja rundum mal leuchten, ich hab eine Blinkanlage oben drauf. Guck mal, er hat das mitgekriegt, Oskar. Ich hab auch nicht Blitzlicht. Wo waren wir denn? Hier, so, dann wollen wir mal schauen hier. Wo war das denn nochmal da? Wo war das? Wo konnte ich nochmal den... Oh, jetzt hab ich einen Screenshot gemacht, ich verdammte Scheiße. Hab ich eine neue Funktion... Welcher Dorf der Beste? Oh ne, jetzt hab ich noch mehr Screenshots gemacht. Ey, du Dorf, der verdammte Mann. Scheiße, das wollte ich ja gar nicht machen. Ich hab was falsch reingeschrieben, ich wollte was anderes reinschreiben. Scheiße, ich hätte auf der Tankstelle tanken können. Niklas, lass mal warten, es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr? Ja. Dann habe ich eine bessere Idee, weißt du, was wir machen? Wir sperren einfach mal die Autobahn. Doch! Jetzt halt doch einfach mal an! Oskar, komm doch daneben! Gleich! Oh Gott, Hilfe! Ich mache jetzt als Geister. Ich bin schneller! Ich muss auch selber schalten. Das kannst du schneller im Gameplay einstellen. Wo bleiben die denn alle? Ich will los! Du kannst es im Gameplay, du kommst ein bisschen runter zum LKW und dann kommt da. Moin Jungs! Moin! Ja? Der Nightbot schreibt noch, gespielt wird das kostenpflichtige Spiel LS17. Das ist scheißegal. Das ändere ich sowieso nicht. Ja, aber dass der das schreibt. Und ihr spielt aber ETS. Das ist mir scheißegal. Wir machen ein bisschen Werbung für LS. Apropos Werbung. Ja, ich muss... Alter, ja, 34% Moto-Fehlfunktion. Danke, du Depp. Dorf-Depp. Ich sag ja hier alles Dorf-Deppen. Du halt in welches Beine, EU, Maiko Meier? EU3 ist das. Nein, EU2. 3. EU1. Nee, EU4. International. China. Oskar. Och nee, der welches EU Tokio? EU1. Oh nee, ne? Hast du gesehen, wer online ist? Oh ja, nicht klar. Wer ist online?
sagen wir einfach ein paar Tage. Wer denn? Ich glaube, gleich werde ich gekickt. Sag doch eben. Du bist irgendwie Jan-Niklas? Was denn? Justin. Ja. Weißt du, ob es eigentlich für die Jahreszeit im Mod jetzt endlich im Mod-Hub gibt? Ja klar, ja, gibt's einen Mod-Hub. Für lange. Wo bist du, Jan-Niklas? Hey, den Jahres-, den Seasons-Mod. Ich bin bei Bremen, die Höhe. Wir sind EU1. Ihr seid immer aber noch auf der, Asien, nein, ne? EU3 sind wir, jetzt sehe ich keinen Scheiß. Ich bin jetzt... Wo das denn? Okay, an der Tankstelle vorbei oder die ganzen Abfahrten. Tschüss! Und du hörst auf, Scheiße zu bauen hier. Oskar kommt von hinten. Ich bin hier jetzt in Dings. Ja, Tobi, ich weiß schon wieder, was du meinst. Tschüss! Disconnected from your channel. Oh, Scheiße, ich hab mich auf die Seite gelegt. Oh. LKW müde, LKW muss schlafen. Ja, genau. Kennt ihr das Bild? Ja, Fett müde, Fett muss schlafen. Nein, Wie, ihr fahrt jetzt alle an mir vorbei hier? Ich hab Unfall mit dem Tier. Leute, Umweg! Wir fahren alle jetzt nach Bremen! Zurück! Alle nach Bremen! Ihr seid auch völlig behindert, Alter. Mal gucken, wer erst in Bremen ist, ihr oder ich. Weil da müssen wir noch einen aufgabeln, der will noch mitfahren. Kann man als Mitfahrer mitfahren, oder? Ja, klar. Als Beifahrer meine ich. Nein. Nein, doch. Wir fahren jetzt nach Bremen, treffen uns an der Werkstatt, weil ich muss diese scheiß Moto-Fehlfunktion loswerden. Ey, ich weiß nicht, warte mal, da muss ich markieren. Ja, Niklas, wer erst in Bremen in der Garage ist. Oh, Tobi. Warte, ich hab einen LKW, der 100. ETS, ja, Niklas, eine Runde ETS im Konvoi mit dem Team und der Community. Dorf tippen auf Tour, da hast du recht. Da. Huch! Du Arsch! Das tue ich zu. Ups! Der ist ein Arsch! Das tue ich zu gern! Oh oh! Oh oh! Na, wo fährt der denn lang? Wer ist das denn? Oha! Wie konnte ich die Karte nochmal anmachen, Tobi? F3. Und die große? Alt F4. Nein, die andere! Diese. An der Seite! Ja, F3. Alt F8. Wenn du es rechts. Wenn du die Tabelle offen hast und das. Na, ich will links die Tabelle aufhaben, wo die Spieler stehen. Alt F8. Ups, das war. Die hässlichen Pfeile da. Links. Wo du in LS wechseln kannst. Fahrzeug zu Fahrzeug und von Fahrzeug zu Fahrzeug. Das geht aber nicht bei mir. Dann drück mal die 9. Nee, dann wechselt bei mir nur die Ansichten. Ja, Niklas, du schuldest mir ein paar tausend Euro. Na und? Ist mir scheißegal. Voll. Du bist mir in die Karre gefahren. Du. Wer ist der hässliche grüne Punkt hinter mir? Ja, Niklas wahrscheinlich. Oh nein. Mach Platz jetzt. Ich muss ja mal gucken, was ihr da die ganze Zeit treibt. So, wer will noch mitfahren? Bitte alle in Bremen treffen an der Werkstatt. Was hast du eigentlich geladen, Jan-Niklas? Hau ab da, du mit deinem Blöden. Geil. Ey! Du, Alter, ich hab wegen die 37 Schadenprozent. Lass alle auf Kanal 9 gehen. Mama, wo bin ich denn hier? Ach, ich kann nicht. Wieso kann ich die Kanäle jetzt nicht ändern? Du musst auf Tab, da musst du rechte Maustaste drücken und dann kannst du auf Kanäle großes Rad, Mitte großes kleines Rad. Alter, ich spiele das gerade mal einen Tag. Das tut gleich machen. Ich habe ETS lang nicht mehr gespielt, du Dorftab. Ja, und ich habe es erst gestern gekauft. Ich habe das alles drauf gehabt, aber ich habe lang nicht mehr gespielt, weil ich so ein LS-Suchtie bin. Ich habe das Spiel schon seit 2013. Ja, wir müssen jetzt mal links abbiegen hier. So, wir sind in Bremen, kommt mal alle hin, ja? Ich bin schon längst an der Werkstatt. Lass mal Kanal 2 nehmen. Hier ist kein Schwein. Für 2002. Rote Ampel überfahre ich, jetzt ist mir egal. In echt würde ich es nicht machen, aber heute ist es im Angebot. Die Ampeln brauchen in Bremen sehr lange. Das ist mir scheißegal.
komm, kipp um, komm, kipp um, ja, Niklas. Ey! Das war 20%, ja, Niklas. Weißt du, wie viel 20% kosten? Ich sag dir das jetzt, wie viel du mir Schaden angerichtet hast. Ja, und du hast mir 67% Schaden. Nee, eben nicht. Doch. Nein. Doch. Du bist in mich reingefahren. Ja, ja, Niklas, 32.000 Euro. Oh, der arme Oscar war Wurstsalat TV, sei grüßt. Du bist in 5 Minuten bei Bremen, das ist gut. So, ich will jetzt noch mal gucken, wie das hier geht. Moin. Leute? Wusstet ihr, dass eine alte Bauernweisheit besagt, was der Bauer nicht kennt, das trinkt er nicht? Also, was kennen Bauern? Korn. Kann man mal einer sagen? Ich mach deinen Feuer, okay? Ja, mach. Ist hier kaputt? Ich glaub, kein Zugriff mehr. Dein Kopf. Was hast du jetzt gesagt? Ich will diese scheiß Teamliste aufhaben. Wie hab ich das denn gestern gemacht? Oh, mein Knie, Jock, Jong. Dann Graz. Also, ich könnte Richtung Mannheim fahren. Dann müsste ich wahrscheinlich nehmen, irgendwann mal bei euch. Jonas, VR46, sei gegrüßt. Und Markus Graz, sei gegrüßt. Wer noch mitfahren möchte mit uns, kann gerne tun. Wir fahren jetzt runter nach Italien, da die Ecke. Ja, morgen gibt's dann wieder LS. Wieso geht der Scheiß denn jetzt nicht mehr? Wieso krieg ich das hier nicht auf? So. Warte mal, wo war das denn jetzt? Überspiel. Mitwirkende wollte ich nicht. Tasten und Knöpfe, Gas. Hoch, hoch, schalten, unterschalten, erteilen. Warum so? Blinker links, Ü. Und Blinker rechts, Plus. Plus. Aber ich hab's ja, Niklas. Hast du Numpad? Weil ich hab's mir auf Numpad 1 und Numpad 3 gelegt. Lichthupe J. Ja. Dann kommt K ist Fernlicht, L ist Licht. F ist Warnblinker. Spiegel. Radaransicht so Blinker. Aktivieren Menü schneller Audioplay Weltkarte geraden Screenshot. Autoplayer schneller schnell Menü Escape. Auflieger abkommen aktivieren. Ey, wieso kriege ich den Scheiß denn hier jetzt nicht offen? Ich will diese Seitenkarte haben. Ja, guck mal in hier. Niklas, ein Love-Chat. Also, ich glaube, ich gebe dir gleich Dorf-Depp. Genau, Markus, räum hier mal auf. Ach, da war ich falsch. Ja, gut, jetzt kommt Klugscheißer. Ja. Oh nee! Da hupe ich den. Oh mein Gott, nee, da wird ja mal bekloppter hier in diesem Laden. Mein lieber Mann. Bei Angst, mein so, wieso kann ich die Scheiße denn jetzt? Ja. Ich will die Karte haben, die Streamkarte. Weil ja Niklas, der fährt einfach wie so ein Verrückter und. Ich fahr nicht wie ein Verrückter, ich ärgere nur gerne andere Leute. Wer ist mit Hupen? Hallo! Wo wollten wir hin? Nach Milano. Okay, da hab ich würde gerne mal wissen, wie ich die Steam-Karte aufkrieg. Welche Steam-Karte? Wo ich Leute adden kann und Co. Alt-Tab, glaube ich. Ja. Nee, Steuerung-Tab. Genau. Huch. Jetzt habe ich ja gerade Scheiße gebaut, jetzt habe ich gerade Steam. Shift und Tab, genau, Entschuldigung, Shift und Tab. Genauso ist es. Was willst du? Wenn ich Shift und...
Die scheiß Taste musst du erstmal hier in diesem komischen Ding finden. Was suchst du denn, Niklas? Ach, geht gleich schon. Ja, Niklas? Ja. Ah, kennst du den kleinsten Bauernhof der Welt? Warte mal, Shift und da habe ich nur das Steam-Profil. Ich wollte aber das andere haben. Die Tabelle. Links. Warum fährt mein Fahrer nicht? Weil es Nacht ist oder was? User joined your channel. Moin. Tag. Was hast du denn schon wieder gelacht? Ich gucke jetzt im Internet. Was suchst du denn? ETS. Was suchst Tabelle. Du denn? Ey, Magda, was suchst du? Diese scheiß Tabelle da. War die links? Ja. Wo die Namen stehen. Ja. Tab. Er drückt Tab, Mann. Ja, die funktioniert aber manchmal nicht. Das geht nicht. Bei mir geht das nicht. Du musst im Auto sitzen. Leute, ey. Ich glaube, ich weiß auch, wie ich dann. Wenn er wieder rausgeflogen ist. Nö, ja, der steht da noch. Auf der Seite. Y. Ja, ich wollte hier nicht die streamen. Oh mein Gott, nee. Einmal mit Profi. Ach. So, also kann ich den Chat auch. Vielleicht hätte er Dorf da bringen. Mein Gott, nee. Postsalat. Oh. Jetzt habe ich OBS aufgemacht. mit Dings, mein Gott, nee, das ist doch auch Scheißhaufen hier. Niklas, warum machst du eigentlich so einen Kack? Ich wusste mal, wie das geht, aber. Was suchst du denn? Habe ich doch gerade gesagt, die Tabelle da, jetzt ist mir das auch egal. Die, wo du die Spieler sehen kannst, welche online sind. Ja. Tab. Also du hast Steuerung, dann die Taste da drüber, noch eine da drüber und noch eine. Ja, das weiß ich. Da drücke ich die ganze Zeit schon drauf und passiert nichts. Oh, Oscar, die guten Spiegel. Einmal, passiert nichts. Du musst aber im Auto sitzen, ne? Ja, ich sitze doch drin hier. Also bei mir passiert da was. Ja, wenn ich Tab drücke, passiert bei mir nur nichts. Okay, warte mal, ich guck mal, wo ich Tab drin stehen habe. Tastenfunktion. Mein Gott, nee, das war doch sonst nicht so. Wie heißt denn das? Tab. Tab oder Umschalttaste? Tab. Bei mir steht das nirgendwo. Obwohl bei Eurotruck heißt es, glaube ich, Umschalttaste. Aber du kannst das im Menü nicht aktivieren. Umschalten, oder? Nee. Umschalten ist. Umschalttaste ist. Umschalttaste ist. Nee, Umschalttaste. Ja. Also irgendwie hängt auch meine Maus gerade, also irgendwie aber hängt das ja ganze einstellen, weil das Truckers MP ist, nicht die Einstellung. Ja. Ach, hier ist das. Neutral, bla bla bla. Nährtaste, Mod, Feststellbremse. Ja, 1 und 2 links und rechts, ja. Handsteuerung. Alter. Kamerasteuerung? Nein. Ändern. Aktivieren. Auflegen an und ab. Komm, Menü. Ich gehe in Mammut, ja. Hallo? Hallo? Schnell laden. Auto. Welche Stelle seid ihr? Screenshot. Welchen Channel seid ihr? Weil morgen. Wann LS wieder kommt? Morgen. Also die Steuerung habe ich hier noch so wirklich nicht drauf. Ich wusste die mal. Nein, könnt ihr mir sagen, welchen Channel ihr seid? Keine Ahnung. Aber ich gucke jetzt mal anderen. Selbst. Mir ist das egal. Ah. Welchen Channel seid ihr alle? Hier, die sind alle hier, nur offline. User was moved to your channel. Ich meine im Auto, CB-Funk. 19 oder... Ja, ich würde gerne jetzt streamen, aber
Geht ja nicht. Welchen Channel seid ihr alle? 19 oder was? Dann stream nicht, ja, Niklas, meine Güte, ey. Alle Eigenschaften, Community anzeigen? Nein, das auch nicht. War immer noch nicht fertig. Freundesliste anzeigen. Wäre mal schön. Welchen Channel seid ihr im CB-Funk? Wollte ich gerade fragen. Spielgruppe. 9, ne? 9? Ich glaub schon, ne? Oder 19? Was denn? 9 sind wir, ne? CB-Funk? Ich weiß nicht. Ich hab. Wenn ich CB-Funk einstellen könnte, wäre das schön. Ja, geh einfach 9. In welchem. Funk. Kann. Hä? Ich konnte da sonst auch immer mit der Maus drauf drücken. Wieso kann ich das heute nicht? LKW kaputt, oder? Nee, was weiß ich, was hier kaputt ist. Mein Gott, nee. Also, ich spiele lieber Alice. Nee, ich nicht. Ich schon, weil das Spiel ist irgendwie langweilig hier. Zwischendurch geht's mal. LS ist langweilig. Hier musst du zumindest schnell nicht auf die Straße gucken. Das ist das Einfachste. So, ich grüße nochmal alle 4 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Heute ist ein bisschen chaotisch hier. Ich muss mich mal wieder einstellen hier. Och, ja, Niklas. Ja, Niklas? Hm? Hast du Platinum Addon? Na klar, hab ich Platinum. Wisst ihr was? Ich nehme gleich einen Auftrag an. Der Richtung. Mannheim oder so ist. Hier, wer steht neben mir? Weiß das jemand? Weiß einer, wie man auf dem Mann ist. Nenn mich einfach Tobi. Tobi? Hast du Bock mit mir nach Mannheim zu fahren? Wir können ja später mit Niklas Dix fahren. Namensliste. Ich suche mir mal einen neuen Auftrag, ne? Wieso? Ja, also wollt ihr nicht mehr? Externen Auftrag. Warte. Und dann von hier aus, von Bremen nach Mannheim habe ich. Zum Beispiel. Externen Auftrag. Genau. Mensch. Mannheim, das ist, was ist denn das? Das steht bei mir nicht, oder? Doch, irgendwo muss das stehen. Ja, Mannheim. Frischer okay. Fisch. Genau, frischer Fisch. Ja, nimmst du an? Ja, mach ich. Wie, wollt ihr die jetzt zu Ende machen oder was? Ja, denkst du, wir haben noch Bock, eine halbe Stunde zu stehen? Wir können uns ja trotzdem in Italien. Ich ändere noch kurz meinen LKW. Ja, alles gut, wir fahren ja in die gleiche Richtung. Ja, kann ich da mit runterfahren? Wir hätten auch weiterfahren können. Weil ich da jetzt auch keine Lust mehr drauf habe. Oh. Tobi, ich hol schon mal meine Fracht, ne? Und warte da. Gut. Alter, ich hab keine Lust mehr auf ETS. Och ja, Niklas, warum? Weil mich das anpisst. Was denn? Das ging doch sonst immer hier. Dann starte das Spiel doch einfach mal neu. User disconnected from your channel. Und nochmal Spiel neu starten. Was funktioniert denn bitte nicht? Was? Die scheiß Steam-Liste! Steam-Liste. Ja, links die Seite, wo die Spiele auf. Links, wo die Seite sind, oder meinst du Shift und Tab? Wo die Spieler stehen. In Eurotruck diese Seite da links. Tabelle. Ja, das ist einmal bei mir Tab. User joined your channel. Oscar, du hattest grün. Ja, die Pfeiltaste, die beiden mit, die wo man mit NS switchen kann, ja. Genau, drück mal. Das werde ich jetzt auch nochmal ausprobieren und wenn ich. Und dann kannst du. Was willst du da denn überhaupt? Ja, genau, was willst du da? Was ich da will. Oh, jetzt geht sie. Ja, ja siehst so, du. So, Leute, ab geht's! Verarsche, jetzt habe ich extra einen neuen Auftrag. Ich mache auch einen neuen. Wir fahren beide nach Mannheim. Ja, ich hasse da Leute. Wir tüfteln hier in dem scheiß beschissene Laufteil. Möchtest du wirklich. Wie kann ich den Auftrag eigentlich abgeben? Mit F7, aber ich will den ja nicht Auftrag abbrechen. F7 ist abschleppen, F6. F6 und dann Enter. Jetzt habe ich da schon wieder die Probleme. Toll.
Ach, ja, das geht ja also gar nicht. Ich fahre nach Mannheim mit Tobi, weil... Maus, wo ist jetzt die Maus? So, F6. Komm ich damit runter? Das hat ja toll geklappt. Also wir fahren nach Mannheim, frische Fische. Lecker Frischfisch. Fährst du vor? Ja, kann ich machen. Unterbrechen, Online-Auftrag unterbrechen. So, wohin wollt ihr? Mannheim. Auftragsangebot, externe Aufträge, Mannheim. Wo ist denn Mannheim? Ich bin in Magdeburg, Kassel. Das sind frische Fische. Gibt's nicht mehr, den haben wir jetzt schon. Ja, Mannheim, warte mal, muss ich jetzt... Der gucken. Wird dann gelöscht. Das stimmt. Aber da müssten mehrere Mannheimer sein, oder? Ja, ich fahr einen Radlader. Jo, sollen wir irgendwo auf ihn warten, oder? Tobi? Ich hab nämlich jetzt... Ja. Weißt du, mir geht das immer auf den Piss. Jetzt eine halbe Stunde ist jetzt für den Scheiß draufgegangen hier. Ja, also nächstes Mal weiß ich nicht. Ja, weil ich das brauch. Ja, wofür denn? Damit ich weiß, wo ihr rumsteckt. Wir wollen ja zusammenfahren. Oha, oha. Moinsen. Moin. Oh. Iron, ach, du bist direkt hier hinter mir, okay, das ist gut. So, wer will denn noch mitspielen hier von euch? Fahren wir 80 oder schneller? Jan, bin der uns. Also mir geht's gut. Und den anderen auch. Wir können ja. Und selbst? Ich fahr allgemein immer nach Geschwindigkeitsgrenzen. Gut. Jetzt hat sich einfach das böse Spiel aufgehangen. Da hätte man ja auch mal vorher drauf kommen können. Das hilft ja sonst immer. Hätte ich auch drauf kommen können. So, nun weiter geht's. Ah, wie sagt man so schön? Man soll sich nie aufregen. Hm? Nicht mit dir. Hallo. Auf welchem Kanal seid ihr? 9. 9? Okay, dann muss ich mal gleich gucken. 9. Moin! Okay, ich wo seid ihr denn jetzt? Ich fahre jetzt gerade aus Bremen runter. Wo? Auf der Autobahn sind. Ja. Könnt ihr warten? So, dann müsstest du mich jetzt hören, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja, ich drücke wieder. Mir geht's auch spitze. Hab heute mein Motorrad bekommen. Und was hast du für eins gekriegt für ein Motorrad? Wenn man fragen darf? Dafür mache ich noch eine extra ETS-Tour. Schade, dass die große nach unten wird. Tobi, wir müssen leider noch eine große fahren. Ja, wenn wir die gleiche alle haben. Wo ist eigentlich der andere Müllwühler? Sind die alle nach unten? Guck mal, Oskar. Ich fahre gerade. Naja, wir passen das schon. Wir kriegen das hin. Also, wer mitspielen möchte, kann das gerne tun. EU3. LS17, Leon 2, sei grüßt, willkommen Stream. Ja, heute mal eine Runde ETS. Und nicht LS. Morgen das kommt LS. Ich finde ETS eigentlich viel spannenderes Dings, weil du eigentlich viel realer bist. Du kannst auch mit LS machen. Aber in LS hast du mehr die Einschaltquoten. Deswegen stream ich lieber LS. Nee. Im LS habe ich einen Stream, der macht 3 Stunden und hat 1000 Aufrufe. Wenn ich hier streame, habe ich gerade mal 100 Aufrufe in 3 Stunden. Da muss man ein bisschen Abwechslung rein. Das ist irgendwie langweilig, wenn du immer nur dresch, Maisparty oder Weizenparty oder. Du, das ist den Leuten egal. Du siehst ja, die Hütte ist voll. Du hast maximal am Tag, dein Maximum 30 Zuschauer. Ja, das ist auch gut für die Größe. Ja, wenn du kannst sowas ändern, dann wechseln. Ja. Weil es ist langweilig, immer nur LS. Wir sind ja ein reiner LS-Kanal, guck ja, was wir da was wir machen können, ETS und LS machen, ja, das zu wenig Luft in den Reifen oder was da los? Weiß nicht, auf einmal wurde er langsamer. Schade, tun wir. Schwede nicht, ne? Eigentlich schon, der hat eigentlich 750 PS oder so. 30.
Ich bin gerade auf 1 zu sein. Wo humpelt ihr denn rum? Auch Nummer 17. Yamaha ist nicht schlecht. Yamaha R1. Und wie viele Sachen macht sie? Was ist das überhaupt für eine? Yamaha R1. Keine Ahnung. Ja, wie viel Kubik? Wir wollen hier um Pinsel treten. Oscar. Oh, sorry. Also, ich kam ins Schwanken, das tut mir leid. Aha, scheint öfters, ne? Ach nee. Das hol ich, ich spiele auch lieber Alistair zum Wurstsalat. Aber ein bisschen Abwechslung muss mal sein. Demnächst hole ich mir erstmal noch Train Simulator, fahren wir noch eine Runde Zug. Ich bin am überlegen, ob wir uns den 17er holen oder den 18er. Holst du den Train Simulator 18er? Entweder den 18er oder den 17er. 17er ist mit Deutschland. Oh, ist alles das gleiche, Niklas. Ne, im 18er hast du Nordamerika kannst du nur fahren. Nein, ich hab den. Du kannst Deutschland fahren. Okay. Das ist, den gibt's schon seit 2013. Die stufen immer jedes Jahr machen sie neu. Bearbeiten so. Das Spiel und dann stufen sie das hoch. Dann hole ich mir den 18er für 10 Euro oder was er kostet. Pure Farming. Ich schon eine gute Grafikkarte. Ich habe ja eine 1070 hier da unten zu kämpfen manchmal. Ach, so, meine 69 wird das schon schaffen. Ich habe hier auch so ein Trail-Zeug da noch irgendwie so ein Spiel. 1500 Kubik macht 340 Spitze. Oh. Nicht schlecht. Okay. Hammer. Da ist ja nur Fliegen schöner. Die haben trotzdem ein Fenster. Ein Fenster, sag ich schon, Scheibe vorne. Das finde ich geil. Bist du noch hinter mir, ne? Fährst du 18? Ja, naja, endlich 80. Sind wir auf Achse. Das freut mich. Dass wir endlich auf Achse sind. Dieses blöde Problem da. Meinte 80, nicht 8. Jetzt sind sie wieder alle abgehauen, ja, leider. Ich beschleunige, warte. Da müssen wir nochmal so eine Runde ETS machen, am Wochenende. Wenn ich vom Hochseeangeln wiederkomme, am Samstag. Und Sonntag... Wieso hat der Binsee wieder geöffnet? Nein, ich fahre mit Kuda raus. Der Binsee hat nicht geöffnet. Das ist kacke, dass man nur 90 fahren kann mit den LKWs. 5 Motorräder hast du? Wollen wir mal rüberfahren hier wieder. Oh, Herr Oskar. Ach, ich kann gut LKW fahren. Moin, Alternativ? Nein, Oskar, du bleibst hier auf der Spur. Solange ich keine Freiheit habe. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin jetzt in Osnabrück durch. Ja? Ach, ich weiß nicht warum. Wo seid ihr denn? Okay, ich mach mal dann Tempomat wieder auf 80. Hallo? Leute? Ja. Wundert, ich wo seid ihr denn? Ich bin jetzt Osnabrück durch. Gleich bei Duisburg. Ach du Scheiße. So, ich bremse jetzt auf 80. Beziehungsweise mein Motorbremse. Und dann... Oh Scheiße. Rüber da. Ja, ich angel Kilian. Fahr ich heute auch bei dem Sturm mal Windstärke 9 am Strand. Ja, du warst im Hansapark. Nein, war ich nicht. Ich hab mich umentschieden. Ich hab meinen Freund abgesagt. Ich hätte hinfahren können. Ich fahr morgen auch nicht. Morgen bin ich zur Nachhilfe. Muss ich leider. Oder bitte. Niklas? Ja? Morgen mache ich in Hansapark. Heute Morgen fahr ich schon. Ach schade, ich wollte morgen auch erst fahren. Ich könnte eigentlich. Ey, komm, ich fahr. Morgen Nachmittag fahr ich auch in Hansapark. Fahr gleich von Dings durch. Ich fahr morgen früh. Darf ich? 9.41 Uhr. So, ja, mit dem wollte ich auch sonst fahren. 13 Uhr? Ne, ich muss Mutti fragen. Scheiße. Weil die muss mich auch abholen. Jo, wünsche ich dir auch Wurstsalat TV und wir hören uns dann so die Tage wieder. Sonntagabend könnt ihr dann noch Stream kommen. Sonntagnachmittag habe ich leider keine Zeit. Habe ich verabredet. Ach, nee. Hey, du, ja, Niklas, du meintest, deine Freundin geht bei uns auf die Schule, oder? Er hat keine Freundin. Reden wir nachher drüber. Ja, weiß ich auch, aber... Reden wir nachher drüber, über das Thema. In die er verliebt ist, ja.
Ja, Oskar, du kannst ja so bestimmt mal sagen. Ich erzähl es euch. Aber ja, nach dem Stream. Denn? Hä? Kann nicht sein, kann sein, dass ich dich kenne? Ja, 9B. Stimmt. Jawohl. Du angelst auch, was angelst du denn Schönes? Also ich wollte heute eine Meerforelle angeln. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich wollte. Selbst mein Vater, der hat keine gekriegt bei dem Sturm. Leider Gottes. Also der Profi-Angler. Muss mal ein Video aufnehmen. Lass mal die Hornechte wiederkommen, die Horne-People. Dann bin ich wieder am Start. Die Horne-People. Und dann hole ich gleich mal 100 Hobby, Stück raus. Hobbyfischer in seiner Badewanne. Also jetzt hört ihr mal auf. Oh, das ist ja was Dünnes. Ach, nee. Schön wieder auf Achse zu sein. Moin, Jeff. Moin, moin. Alter, vom Server ist so. So ein Mist, ich komme nee. Mein Mikro nicht aktiv im TS. Weiß nicht warum, das ist blöd. Und Sonntag werde ich wieder angeln gehen. Na, Sonntag, Nachmittag nochmal. Wenn ich noch Zeit haben sollte. Auch auf Forelle? Ja, ich auch. Ich bin so ein Jäger. Man nannte mich auch Scheunkönig. Man nennt dich auch Herr Niklas. Ja. Aber ich hole immer die meisten Scheunen raus. Wenn wir Mangel waren, ich habe immer die meisten Scheunen rausgeholt. Da gibt's so schöne Sachen. Anfangen, ne? Segel AG. Ja, mit Herrn Kirspel. Ich und weiß. Schormann. Also Kirspel. Von Schormann weiß ich nix. Weil der Herr Kirspel sagte, nix. Doch, Herr Schormann macht da auch mit. Ja, mein Daddy wollte ich auch eigentlich mitmachen. Bei Herr Schormann weiß ich, dass er, glaube ich, sogar einen Segelschein hat. Oder auf jeden Fall Bootsführerschein oder so. Irgendwie sowas hat er. Den mache ich nächstes Jahr erstmal. Da fahre ich erstmal schön mit so einem großen Schlepper aus in Lübeck. Und weißt du was? Den lege ich glatt an die Pier. Den mache ich auch dir mit Windstärke 12. Lege ich dir den an. Das ist ganz einfach. Ja, geil, wenn du in der Schule mal wieder Angelschein oder so. Ja. Oh, mein Benzin ist da geil. Diese, sorry. Was für ein LKW fährt denn bitte mit Benzin, ja, Niklas? Ja, Niklas, ich hab das gerade deswegen kommt er auch nicht aus dem Knick. Ja, genau. So ein bisschen Eco, weißt du? Alles Eco hier. Ich fahr mit Gas. Wisst ihr, was hier fehlt? AdBlue zu tanken. Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe meine Angel rausgeworfen und habe eine Frau. Ach nee, Markus, nicht das. Also im Forellensee, mein Rekord ist 26 Forellen. Weißt du, was mein Rekord sind? 500 Schollen. Und dann in einer Stunde. Genau wie der Rekord, Transport. 50 mal von Offroad hintereinander. Du, das geht. Du kennst mich nicht. Hast du einen in der Glocke? Ich kenn dich eigentlich nicht. Ich bin bestens befreundet mit denen. Da drin. Ja, Niklas, 500 Schollen. Das ist machbar. Ich hab doch einen Schwimmerfahrer, das. Aua, brüllt mir nicht so die Tüte hier voll! Das sind in den Nachrichten immer über Fischung der Meere. Moin. Ja, komm hier, San Francisco, hä? Ich bin schneller als du mit deiner pinken Karre da. Hässliches Ding! Ich will mal wissen, wer schneller ist. Scania oder Mercedes? Ohne Achtung. Der Scania hat höhere Entwicklung. Offline Software ist so geil. Offline Software. Oh, schön mit Mods, Grafik Mod. Bock. Was ist Standardkanal? 19, ne? Moin! 20. Moin? 19. Du wirst automatisch auf 19 bei Dings gemacht. Ich werde immer bei 20. Moin? Hallo? Da, hallo? Hallo? Keiner redet mit mir. Moin. 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 Ja, Niklas, er wird schon mal antworten. Moin. 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 Oh, ich fahr schon in die Leitplanke. Moin. 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 Moin.
du Herr Niedler. Wer bist du? Ach, nee. Hör auf. Ey, wollen wir tanken? Ja. Ah, nee, jetzt was los. Und ja, Hunger, ja, Junge, heul doch, wir müssen mal angeln. Ja, da hast du recht. Du, weißt du was, die 500 Scheunen krieg ich hin. Ich hab einen 5er Paternoster von meinem Daddy zusammen gebastelt. Der kann das nämlich. So, pass auf. Und dann angel ich immer damit. So, pass auf. Runter, rein, runter, rein, runter, rein. Weißt du, wie einfach das ist? Du musst so die bestimmten scheißbeschissenen Ecken kennen. Und diese scheißbeschissenen Ecken hier kenne ich in Ostsee. Ich weiß, wo ich hinfahre. Und dann fahre ich da rauf mit Punkten und dann rotte ich alles aus. Jo, ey. Und was für Bratpfann, sag ich euch, Leute. Wie war das? Die von rechts kommen am Vorfahren? 100 habe ich auch. 100 habe ich auch schon geschafft auf dem Angelkutter. Habe ich sogar eine Auszeichnung für gekriegt. Oh, irgendeiner ist hinter uns. Transporter Ultra. Aber die nächstes Mal. Ah! Oh, ja, Junge, Junge, Junge. Meine Firma heißt Osinatus Logistik. Ah, ah, und das ging ja nicht. Oh, komm mal, da sind die Vollpfosten vor mir. Na, ihr? Nee. Bist nee. Du das? Oscar tritt auf den Hund. Oh, Scheiße. Das ist aber nicht Herr Niklas, das ist Francais. Nee, Herr Niklas 002. Kommt er oder was? Hm. Der ist von mir. Moin! Moin, moin, ich komme! Oh, da sitze ich ja. Ich sehe sie schon. Bist du, Janiklas, schon da? Er ist hinter mir. Janiklas 2002 Army, das ist aber mal hübsch. Wie könnt ihr das einstellen? Das will ich auch. Was wurde gesagt? Also mit 90 kann ich vernünftig fahren, außer dieses Geschlänge gerade eben. Das war nicht mit Absicht. Da bin ich gerade auf meine Tastatur und ich habe auf Lenkrad eingestellt. Aua. Ostholstein 48. Halt die Schnauze aus, Gerhard. 4801, bitte kommen. Übt etwa jemand heimlich? Leitstelle für bekloppte Motorräder. Wir hatten letztens, Oscar. Berufsverbot. Komm auf CB aus. Wir können aber Teamspeak reden. Tobi, wo kommst du? Ja, ich flüchte gerade bei Herrn Niklas. Du mach hin, der böse Junge kommt. Ach, schon 90. 90? Oh, ich hab schnell extra auf den Gips. Ich bin ja auch schneller als dieser komische Mercedes da vorne. Scania macht das schon, V8. Ich hab auch nicht einen Bluetag. Der hat ja Power hinterm Arsch. Ich hab hier. Wer fährt denn da vorne? Der Oscar. Oh Scheiße, ja, Niklas kommt oder was? Legen Hebel auf den Tisch. Hab ich. Dabei. Nur spielt du. Oh Scheiße. Fuck. Der böse Livestreamer kommt. Zur Not muss ich schnell auf eine Ausfahrt. Ach nee. Habe ich euch doch noch eingeholt, ohne dass ihr Pause gemacht habt? Ja, weil wir 80 gefahren. Der kriegt mich nicht. Mich auch nicht. Ich krieg dich, glaube ich. Ich hab da so meine Tricks. Ich will den ummodden. Ich will das immer. Kann man das irgendwie einstellen? Nee. Das ist über einen Server. Björn, Watke, sei gut, willkommen zu ihm. Wie geht's dir? Kann man viel Spaß hier noch bei Zuschauen hier bei unserer bekloppten Armee heute. Und sonst kannst du ihn gestehen. Dorfdeppen nennen wir dann auch hier. Ja. Passt ja auch. Hier ist ein Flugplatz, wollen wir huben? Sind nur zwei Museen. Oder hinter das. Guck mal, wer da kommt. Man müsste einfach die Frack hier irgendwo stehen lassen und dann abhauen. Ja, ja, Niklas ist das nicht mehr. Mal
Naja, also das freut mich, dass es dir gut geht, Björn. Ja, ich würde mich selber ein Däumchen und vielleicht über ein Abo freuen. Und da kommt noch mehr. Moin! Moin moin! Hallo, oh, jemand on? Ich krieg die noch. Fuck! Komm mal, wenn er kommt. Tschüss! Und weißt du, was ich jetzt hab? Den lasse ich nicht durchfahren hier. Oh nein. Jetzt habe ich nur noch Tobi hinter mir, vor mir. Jetzt darf nur der LKW nicht schlapp machen, weil ich muss tanken. In genau 162. Ja, ich habe noch 500 Kilometer auf der Uhr. Ich muss da nochmal abfahren. Ist, du kannst dich ja die Klasse nicht überholen. Weil der Arsch, der fährt dann auf einmal vom ersten auf den dritten. Du hast mich schon lange abonniert, Björn. Ja, das freut mich. Ja, sag ich danke dafür. Schaltung. Ich kann hier auch nicht einen Pinsel drehen. Ich hab Automatik. Oh ja, dann nehme ich jetzt eine Abkürzung auf der Autobahnausfahrt. Oh nein. Oh doch. Bitte nicht rum vor mir. Nein. Nein, nein. 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 Hast du gedacht, dass ich den Unfall baue? Wir sind schon da. Was, wir sind schon da? Ja, 10 Kilometer. Na, dann will ich jetzt nochmal runterfahren mit euch, eine große Tour. Oh, da hat's ja Bumm gemacht, war eine Bierflasche. Rote Ampel, kommt 300. Ah, hier noch. Ja, sag ich doch. Eieiei, Bruder. Oh, 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 oh. Wow! Tschüss! Dann noch eine Ampel! Warte mal, wir müssen ja hier hin. Ich hab Durchfahrt. Ich hab Sonderrechte. Oh, wird sogar schon grün. Hallo, komm gerade von der Lady Lurry. Okay. Sorry, es tut mir leid. Nicht schlecht. Erzähl mal ein bisschen. Ich muss ja auch mal was Neues erfahren. Wie war's? Ich weiß nur, dass ich weiß, ob ich auf Klassenfahrt bin, im Montag. Wir um 16 Uhr im Bundestag sind. Jawohl, er ist außen hier. Mut und Fehlfunktion? Nee. Ich hab keine Mut und Fehlfunktion. Dann hat er den Gang noch drin gehabt. LS17 LP. Danke für dein Abo. Ich hoffe, die machen auch viel Spaß hier noch. Bei mir. Stream. So, dann wollen wir mal rückwärts einfahren. Ich bin der Beste im rückwärts einfahren. Du ganz bestimmt. Müssen wir reinschauen, wie ich das mache? Ich mach das ja, wie mein Daddy. Mein Daddy macht das genauso gut, wie ich das mache. Bist du sicher? Den aber muss ich mal streamen lassen. Was, bist du rückwärts gefahren? Mit was? Mit Radlader oder was? Nee, mit dem Rasenpack. Ey! Was machst du da, Jenny? Jetzt park doch mal an. Ja. Pack dir alle rückwärts ein oder was? Okay, dann mach ich das mal auf. So läuft das hier. Ja, das ist scheiße. Markus, das musst du wieder hinkriegen. Ich muss mit dir wieder quatschen, sonst wird das hier nichts. Ja, Nick, das kannst du auch so einfahren. Mein Gott, was machst du da, Alter? Fährst du doch durch die Karre? Hä, durch welche Karre? So. Ist immer lustig hier bei uns auf dem Kanal. Hier gibt's immer wieder was zu lachen. Deswegen heute auch Dorfdeppen. Eigentlich sollten die Dorfdeppen mit dabei sein, aber die Dorfdeppen. So, komm mal, kann man abstellen. Danke. Meine Fresse, ich lenke. Ja, ich hab ein Lenkrad, also daraufhin, ich mach mir da keine Sorgen. Ja, dein alles Drift OZ da, scheiße. Das ist gut, läuft gut. Oh, ich, ganz ehrlich, ich überspring das gleich. Na, Oscar, kriegst du die Kette? So, wann fahren wir jetzt Schönes? Wir können ja mal nach Bergenhof fahren. Nach Stockholm.
nach Oslo. Ja, warte, warte, Janik. Ich überspring den Schuss. Playmont, Malmö, Verona, Casona, Bruno, Torino. Finger und Po. München. Nicht München. Lass mal nach Frankfurt hin. Nach Frankfurt? Reims? Ja, warte, warte, warte. Ich muss ja auch gleich drauf. Schauen. Oder in die Schweiz. Nach Bern. Warte mal. Wir können Ketten fahren nach Liege. Nach Belgien. Ketten? Soll ich Ketten, zu Ketten war. Gleisketten. Wann machst du mal einen Schwertransport? Schwertransport, das DEC habe ich leider nicht. Scheiße. Hab ich nicht. Wartet auf mich, ich will ja auch mitkommen. So, hier externe Aufträge, ne? Wir können nach Polen rüber. Oder wir fahren mal nach Großbritannien hoch. Also was was nehmen wir? Playmont, Gerste. Oder Stuttgart, Verona nach Italien. Hier, warte mal. Mannheim, La Hochel. La Hochel habe ich nicht. Oder, warte? Geräucherte Sprotten. Mannheim, La Hochel. Nee, habe ich nicht. Warte mal, mal schauen. Mannheim, La Hochel. Nantes habe ich glaube ich auch nicht. Malocho. Wie heißt das denn? La Hochel oder sowas. Habt ihr beide nach in die Tschechei, durch die Schweiz, Gneve. Gneve? Ja. Ja, Niklas, hast du auch Gneve? Karotten und Metallschrott. Ja, genau. Wo denn? Karotten. Was nach denn? Gneve. Gneve? Genf oder so. Ja. Genf? Geneve. Ja, Geneve. Geneve, Geneve. Ja, hab ich. Ja, dann lass mal alle dahin. Karotten? Ja, Karotten. Oder Geneve? Also ich hab Karotten. Ich nehm das jetzt. Ich nehm jetzt auch Karotten. So, dann fahren wir nochmal runter da. Schwertransport werde ich aber mal gucken. Vielleicht kann ich mir das mal holen. So, ich fahr los. Jetzt will ich auch mal blinken. Jetzt hab ich mal meine Blinker an. Tobi. Werkstatt. Tobi, Blinker! Fährt jemand mit mir zur Werkstatt? Wartet mal auf mich gleich. Sag mir jetzt nicht, dass ich gerade hier reingekrabbt bin. Doch, da bin ich gerade reingekrabbt. Ja, kommst du mit der Niklas zur Werkstatt? Nach Köln? Nein, wir fahren jetzt nach Gneve runter. Nach Tschechien, oder wo wollten wir? Ja, das ist Tschechien. Aber nicht nach Köln. Nach Köln, da waren wir auch schon mal. Wie komme ich denn auf die scheiß Werkstatt? Und nun aber hier. Komm mit Oskar, ich zeig's dir. Da ist die. So, wir sind jetzt noch zur Werkstatt und dann muss ich hier. Alles klar. Das passiert, wenn man für Leute vorfährt. Nein, wir sind ja alle noch nicht in der Lehre oder so. Wir sind ja alle noch Schüler. Ihr wisst aber schon, dass ihr jetzt wieder hochfahren müsst. Ja, weiß ich, hab ich auch gerade gehört. Wo ist denn hier diese blöde Werkstatt? Wo ist denn die Werkstatt? Wo ist denn hier die Werkstatt, Tobi? Ja, ich weiß. Einmal über die Brücke. Komm wieder hinterher. Tobi, wartest du? Nein, ja, Köfemann. Wir haben diese Woche noch Ferien in Schleswig-Holstein. Wir sind die Letzten immer hier. Wir haben es am besten hier in Schleswig-Holstein. Ja,
Wir haben auch die letzten Sommerferien. Dann seid ihr schon wieder alle durch. Gleich wieder. Ja, und dadurch können wir halt eine Runde streamen, ne? Weil ich morgen keine Schule hab. Hab zwar Nachhilfe, aber pff. Ist erst um 11. Aber ich könnte ja morgen eigentlich mal in den Hansapark fahren, aber es soll morgen regnen. Würde ich aber echt gern machen. Ich wollte ja eigentlich heute, aber heute, wie gesagt, muss ich noch meine Warthose abholen. Damit ich angehen kann. So, dann wollen wir mal hier hochkacheln. Oskar, was übst du da? Was? Falsche Fahrtrichtung. Boah. Achtung! Bist du mir jetzt in die Karre gefahren? Du bist mir in die Karre gefahren. So, dann. Ja, ich würde mich selber ein Däumchen und über ein Abo freuen. Ja, klar, Vlogs machen wir auch. Kommt alles. Flying Uwe, ja klar kenne ich den. Wer ich kennt den schon, ne? Nicht? Wieso? Wieso machst du aus? Na los, ne? Du willst jetzt aufhören, wo wir loslegen wollen? Ich schon morgen. Wenn ich das, dann lass sie weiter am Ende machen. So. Wir fahren noch ein bisschen, wir wollen noch eine Runde streamen. Mein Horn. Tschüss. Ja, Niklas? Ja. Bock nachher noch auf eine Runde LS? Ja. Zocken vielleicht, mal gucken, wie wir das streamen. Hast du recht. Ja. Aber hast du auf dem... sind auf dem Community-Server auch Mods außer Mod-Hub? Ja. Gut, da kann ich nicht mitspielen. Da hat die doch runter. Geht nicht. So nicht. Ich hab nicht? LS über Steam und da gibt's keinen Mod-Ordner, wo man Mods reintun kann. Doch. Doch? Ja, wenn, finde ich ihn nicht. Also... da musst du so. Da musst du ja nicht stellen. Ja, den nimmt das Spiel nicht an. Hab ich einen reingetan, ich habe meine Mods vom anderen Rechner alle rüberkopiert auf den Stick. Samt dem Mod-Ordner, hab den Ordner beim... Da wurde normalerweise als Team alles installiert, da auch in den... Ja. Farming Simulator 2017 Ordner gepackt und der akzeptiert es einfach nicht und sagt, die Mods sind anscheinend nicht da. Hast du denn, das vielleicht auf einer anderen Festplatte gespeichert, weil manche haben zwei Steam bei mir. Weiß, ich habe auch eine extra, weil das nicht geht, aber auch in der habe ich geguckt, aber da ist es auch, da habe ich es ja reingepackt. Also das akzeptiert Steam er nicht. Also du müsstest ja Steam Library, da müsstest du auf Steam Apps. Ja, theoretisch schon, ja. Da bin ich schon drin, das ist kein Problem. Aber es gibt dort keinen Mod-Ordner. Musst du den mal erstellen oder so. Ja. Das Problem ist, wenn ich ihn erstelle, akzeptiere das Spiel ihn nicht. Als Ordner. Zur Not mal Steam anschreiben. Support. Was? Den Support anschreiben. Ich gehe heute nicht, ich gehe morgen. Früh. Ja, dann geh dir jetzt schnell duschen. Mach jetzt einfach, sonst ist es später zu spät. Und ich habe gefragt, ob von euch jemand dahin fährt. Geht doch. Nee, wir fahren da nicht hin. Wohin? Zu FIBQ
Weißt du, was ich blöd finde, ja, Niklas, dass die Schilder, die da sind. Karin, willkommen zu Ihnen, schöne Sache, sei grüßt. Lad dir einen Mod runter im Spiel unter ModHub, dann erstellt der automatisch einen Mod-Ordner. Nee, tut er bei mir nicht, das ist das Problem. Der speichert die Mods an sich einmal im Spiel und einmal in diesem externen Ordner. Okay. Das Problem ist, der Ordner wurde bei mir einfach bei der Installation nicht erstellt. Und daher bringt es nichts. Hä? Dann zieh das ganze Spiel nochmal runter und zieh es dann nochmal auf den PC rauf. Ja. Einfach einfach deinstallieren eine Runde und dann neu machen. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie das Safe-Game noch irgendwie speichern nehmen soll. Weil ich während oder ein Fibio. Bin ich gerade dabei, mal gucken. Fibio, sorry. Aber das ist schon eine Idee. Tanken. Hi. Also zu FIBO fahren wir nicht. Aber zu Gamescom vielleicht. Was ist denn die FIBO? Eine Messe. Ja, aber was für eine? Für Fitness und was weiß ich nicht noch. Hab ich gelesen. Hi, hallo, guten Tag. Hallo, jemand da? Wer ist denn da in die Ecke gefahren? Mit X kann man das auch machen. Ich versuch's mal. Am Live-Chat steht nochmal ein Tipp. Da steht drin, hatte am Anfang auch keinen Mods-Ordner, hab mir einen runtergeladen direkt über Spiel, dann kam der Ordner. Lad dir einfach mal eine runter über Spiel, versuch's mal. Hab ich schon, ich hab schon 40 Mods installiert und der kommt einfach nicht. Deswegen, ich hab jetzt einmal gelöscht und mach's nochmal. Ja. Und wenn nicht, einfach Steam Support anschreiben. Ja, schön mal neue Gesichter hier zu sehen, das freut mich. Nein. Ihr könnt, wie gesagt, auch gerne alle mitzocken hier bei uns. Würden wir uns freuen, wenn ihr auf den TS kommt, dann könnt ihr mal Ausrufezeichen TS eingeben. Und ja, dann könnt ihr alle gerne mitmachen. Also morgen werde ich versuchen, LS zu machen. Ja, was ist? Du musst Tab drücken, dann auf meinen Charakter gehen und dann kannst du unten auf den Lautsprecher drücken. Dann hörst du mich nicht mehr doppelt, wenn ich über Funk was sage. Ist doch nicht schlecht, Oscar. Jetzt habe ich dich gemutet. Ja, und jetzt hörst du mich auch nicht doppelt. Nee. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Naja, wie viel haben wir denn noch? Wo fahren wir denn jetzt hin? Straßburg. Sagt mir nix. Straßburg. Naja. Das schaffe ich noch. Ich bin schon da. Wie, du bist schon da? Nein, Scherz in Straßburg. Da bin ich jetzt auch. Ich spiele gerade LS17. Ja, wir haben auch einen Community-Server. Aktuell ist der Team-Server drauf. Wir wollen eine neue Karte testen. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Die ist neu im ModHub unter Beta. Und ich finde die nicht schlecht, Leute. Die will ich euch zeigen. Besser gesagt, zwei neue Karten habe ich gefunden. Und dann habe ich noch als Team-Server die Vespa Chills drauf. Ja, Niklas, wann willst du LS spielen? Nachher nochmal vielleicht ein kurzes Ründchen, aber streamen wir morgen. Ich sag so, es könnte einen Moment dauern bei mir, weil ich habe noch andere Spiele runterladen müssen. Ja, erstmal will ich mit Stream Train Simulator holen. Gehst du auf die Waderschule? Nein. Bei der hört sich irgendwie an wie Sean. Nein, ist nicht schon. Weißt du, wer das ist? Das ist einer, der kommt aus dem Lübecker Bereich. Inzwischen nicht mehr, Jan. Bist du umgezogen? Nee, aber du weißt es. Das habe ich, glaube ich, schon oft genug erzählt, dass ich inzwischen auch noch Zweitwohnsitz Schleswig. Das wusste ich nicht.
Nein, habe ich dir mal nie erzählt. Ich wohne doch in einer Wohngruppe in Schleswig. Okay. Du darfst aber keinen selbst erstellten Mods-Ordner drin haben, okay? Das habe ich auch schon kapiert. Das funktioniert nämlich nicht. Problem ist, ich habe noch ein Spiel, was irgendwie nicht runterladen will und... brechen wir das einfach mal kurz ab. Geht LS weiter. Moin. Hier und daher... Spiele auf der Map Kleinseelheim, ja, das ist auch eine schöne Map. Hab zwar noch nicht drauf gespielt, aber habe ich mal bei anderen YouTubern gesehen. Finde ich nicht schlecht. Ja, ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen Maps. Ja, eine schöne Map wäre auch mal was Gutes. Du, die New Neverlands, die es jetzt unter Beta gibt, die habe ich auf dem Server drauf. Das ist eine geile Map. Jan, was denkst du, warum ich so lange nicht mehr da war? Oh, weil du da jetzt hier in Schleswig bist, oder was? Halb schön Internet am Tag. Da muss man gucken, was man macht. Oha. Das ist aber wirklich kurz. Ja. Warum das denn? Weil es eine Regel bei denen ist. Das ist scheiße. Wie alt bist du? Ich bin 14. 14. Und schon wohnst du in der Dings? Ja, der Jüngste bei uns in der Wohngruppe, das sind zwei Wohngruppen, der ist 7. Karin Reich, schön, dass du da warst. Ich hoffe, du hast ein Abo dagelassen. Und wenn du schon ein Abo mal mich abonniert hast, dann sag ich danke dafür. Ja, ich würde mich selber ein Däumchen und über ein Abo freuen. Und wenn ihr Werbung macht, dann sag ich dafür danke. Und wir hauen uns dann. Wir fahren hier noch unsere Runde zu Ende und dann... Deswegen im Moment bin ich halt zu Hause, deswegen kann ich da so spät noch ran. Weil ich jetzt halt die Woche zu Hause bin. Sonst könntest du es nicht. Da ist auch, also da war jetzt vor gut einer Stunde war Bettruhe. Oha. Ja, Niklas, wollen wir Bettruhe machen? Ja, also spätestens wenn wir auf Klassenfahrt sind, glaube ich, dass wir um 23 Uhr noch wach sind. Dann geben wir uns nämlich noch hoch die Tassen. Mit der Mess. Und hoch die Tassen. Du bist an der Raststätte vorbeigefahren. Oh. Warte mal, haben wir gleich. Du weißt doch, der Verrückte, der komische LKW-Fahrer, der kommt wieder. Vorsicht! Hat doch gut geklappt. Was denn? Weil der einfach die auch aus der Rausfahrt genommen. So, ja, Niklas. Ich mach kurz Pause hier. Also ich hab Ruhepause. So, ja, die Kiste, ich komm gleich. Ich geh auch eine Runde schlafen. Jan, ich bin gleich wieder da, ich um mal was zu trinken. Ja, mach das. So, Oskar, wann bist du fertig? Ich geh noch mal ein Bier trinken hier. Ne, Fanta habe ich hier drin. Was oh, mein Fanta, lecker, lecker, lecker. Oh, schön hier. Guck mal, schön am Scania hier. Schönes Ding. Mein Handy liegt da unten. Dann habe ich da hinten einen Laptop auf dem Beifahrersitz. Kann ich gar nicht mal kicken. Schön haben wir das hier. Ja, so ist das, ne? Karin. Dir wünsche ich dann jetzt einen schönen Abend. Ich wünsche allgemein allen Zuschauern einen schönen Abend. Aber wir fahren noch eine Runde. Bis das zu Ende hier ist. Gleich. Hast du einen Stream ausgemacht oder was? Nein, der ist noch an. Dacht schon. Ich höre immer zu, vergiss das niemals. Das weiß ich doch. Ich hab noch meine schönen Funkkopfhörer. Abfahrt. Ich will weiter. Okay, warte dann. Ich komme direkt. So, warte doch. Anstatt ich bin's. Ey, ich fahr doch langsam. Ja.
Kai Weber, sei gut, willkommen zu ihm. Du auch mal wieder hier. Das freut mich, Kai. Und wie geht's so? Das Gewumm allein schon. Kommen gleich, warte. Oh, oh, oh. Hättest du was sagen können? So, ja, Niklas, ich bin an dir vorbei, ne? Mein Gott, jetzt muss er wieder Gas geben. Ich kann auch 80 fahren. So, gib Gas. Oh, ich geb schon Gas, ne? Er wird schon. Mir geht's gut. Das freut mich, dass es dir gut geht, Karl. Komm auch mal rum hier auf dem Teamspeak, wenn du am PC bist. Eine Runde ausschnacken hier bei mir. Komm einfach mal rum, dann schnacken wir uns mal wieder einen aus. Und auf dem Teamspeak. Ganz hier lang. CB funkelt nicht. Ich bleib aber hier sitzen. Will jetzt Oliver fahren, das geht ja noch in die Hose. Der kann das nicht. Dankeschön, ja, Niklas. Ja, guck mal, wie du schlingelst da vorne. Ich komm schon hinterher. Aber Olli, das passt schon. Ja, komm rein hier. Wo sind wir überhaupt? In welchem Raum, Ozzy? Hallo. Wer ist denn jetzt gekommen? Wer du? Sonst? Ach, hier der Obermeister. Du musst für uns moven. Hallo, Schweiz. Ich kann nicht moven, ja. Wieso kannst du nicht moven? Ich hab keine Rechte mehr. Ha. Wie kommt denn das? Ich bin am ETS fahren, weißt du? Jan 21 NR, willkommen zu ihm. Ja, guck mal hier, der Kai ist auf Teamspeak. Schieß der mal hoch. Bitte. Warte. Oh oh. Oh oh. Ich soll mal abbremsen. Gib mal vorne Gas da vorne. Gestern in. Ja, in Charlton, oder? Ja, was denn? Hau rauf hier, der soll hier hoch. Danke. Hallo Kai. Na du? Alles gut? Ja, ganz schöne Runde ETS haben. Wie geht's dir, mein Bester? Oh, muss. Das hört man noch gern. Muss weitergehen, gell? Ja, aber schön, dass du vorbeischaust hier. Justin war auch schon hier, sehr gute Kollege. Ich stehe immer zu euch, das wisst ihr. Hm? Egal, wenn wir von Scheiß gelaufen haben. Auch hier ist zum Glück wieder Ruhe im Karton hier bei uns. Und wenn kein Ruhe im Karton ist, dann knallt das hier auch mal richtig. Ist so. Ich finde es besser, wenn wir uns nicht streiten, weil sonst dann. Nö. Ja, funktioniert ja, Jan. Läuft doch gut immer. Sonst bringt das gar nichts. Nee. Sonst bringt das nichts. Dann machen wir nur den Kanalruf mit kaputt und das wollen wir ja nicht. Richtig. Deswegen, Justin kann hier gern wieder raufkommen. Ich will mit Justin gern mal wieder eine Runde streamen mit den Kollegen. Also mit hier, mit Justin, auch, hi. Deswegen habe ich auch gesagt, ich komme mit. Hm? Komm mit. Wie, was hast du gerade gesagt? Wie heißt der? Was? Justin, hi. Nee, davor hast du noch was gesagt. Justin, ich würde gerne mal eine Runde mit dem streamen. Ja, dann habe ich mich verhört. Passiert. Deswegen bin ich auch noch mal kurz gekommen, weil ich einfach noch mal mit dir reden wollte. Und ja, ein Ausschnack im Stream, ja, aber das können wir gerne machen. Jan, wie geht's? So, muss weitergehen, denn? Ja, klar. Muss alles weitergehen. Bei mir auf dem Kanal auch. Ich habe jetzt 2 Wochen Pause gehabt. Letzte Woche, weil meine Mutter frei hatte, habe ich nicht gestreamt. Und ja. Diese Woche habe ich sehr viel zu tun gehabt. Oder ich war angeln. Deswegen habe ich auch abends mit mir gestreamt. Was denn? Bitte? Wenn es was ist, sag was sagen. Ich habe jetzt bis Ende Mai frei und dann fange ich auch wieder an zu arbeiten. Dann geht's wieder los auf der Kirmesse. Ja. Achtung, alle einsteigen, es geht los. Wir haben jetzt am Oktopussy? Nee, ja, ich weiß nicht,
Weil es die Songs auf Kakteen und danach gab. Und das ist halt dann unser Heimspiel, das halten wir auch immer als ersten. Von da aus geht es dann meistens zu Dina aus, von da aus geht es dann nach Köln, von da aus geht es dann nach Weißenturm. Also ich probiere quer durch den. Mein Fußball, ich finde den so lustig. Ja, mein Fußball. Schönes Ding. Und auf jeden Fall, bin auch froh, wenn ich mal einfach ein paar Stunden. Oder einfach ja. Ein Wochenende am Rechner sitzen kann und denke mir so, jetzt lass ich der liebe Herrgott ein guter Mann sein und ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Das muss auch mal sein. Das muss mal sein. Guck mal, wir sind auch schon eine Stunde 20 wieder live. Ich habe jetzt gesagt, komm, lass den Arm ausklingen. Davon haben wir 20 Minuten vergeudet, weil ich eine dumme Einstellung hier auf dem Spiel nicht funktioniert hat. Da war ich blöde. Starte ich das Spiel neu, hat das einwandfrei funktioniert. Ja, wunderbar. Da habe ich mich auch geärgert. Mann, bis am Rumfluchen jetzt eine Runde fahren können. Aber wir fahren ja jetzt wenigstens jetzt eine Runde wieder. Und dann geht ja wieder. Ja, Niklas nimmt aber nicht sofort die Tipps von anderen an. Naja, Niklas. Du hast das ja zu spät gesagt mit Spiel starten. Du hast ja schon früher sagen müssen. Ich will mich mit euch nicht streiten und. Ja, das tun wir ja nicht. Deswegen. Sage ich ganz einfach, es ist schön, wenn man uns abends einfach mal kurz auf den Boden zum Schnacken oder ein bisschen länger. Oder mal kannst du auch länger hier bleiben. Ja, ich will aber. Was? Ich will auch gleich mal die Matratze machen, mich mal in die Waagerechte begeben, weil ich hab ja morgen vor Schule und dann. Na dann, wünsche ich dir einen schönen Schultag dann morgen. Ich bin noch kurz hier, weil ich sag, Parkstreit gar nicht. Einfach vorbeischauen. Und ich mag das auch nicht. Muss halt auch auf dem anderen Team ein Auge, bisschen ein Auge drauf halten. Also noch einer drauf am Stream ist, muss ich da jetzt halt gleich ein Auge drauf halten. So, dass ich da auf dem Team. Also die ganzen, die Leute, die hier drauf waren, die Kindergarten waren, die haben wir schon alle eliminiert. Die haben wir schon alle rausgeschmissen hier. Das geht bei uns jetzt schnell. Ist glaube ich auch für alle Beteiligten. Ja. Hallo Klaas-Fan, sei grüßt, Rainer, wie geht's? Für alle Beteiligten das Beste, dass man sagt, bis hierhin. Ja. Erstmal nicht weiter, weil. Habe ich gesagt, einfach vorbeischauen, dann machen wir das wie hier mit Justin. Also, Oscar, jetzt hör auf hier wieder mal. Chips zu futtern! Das gibt es nicht! Du bist auf Tour und futter Chips! Ja. Das war schön, da habe ich mich auch gefreut. Das mag ich auch gar nicht in meinem Livestream. Und das als Inhaber. Sorry, hab knack, nicht dran gedacht. Knack, ja. Ich dachte, mein Mikro wäre gemutet. Und Rainer? Was, wie geht's bei YouTube weiter? Läuft das gut? Wann kommt mal wieder ein schöner Kochstream? Ist er diese Woche wieder dran oder wann geht's weiter mit Kochen? Mann, Oscar, du nimmst schon wieder die Leitplanke mit, oder ist das dein Bruder? Ja, du kannst auch mal Kochleistung machen, oder? Ah, ich kann nicht kochen. Da stelle ich meinen Vater in die Küche. Der kann echt gut kochen. Der macht XXL-Burger. Leute, 1A-Hammer. Oder noch besser, selbstgemachten Fisch. Frisch gemacht. Oh, lecker. Frisch gefangen auf dem Angelkutter. Das hört man noch gern, Klaas-Fan, also Rainer. Das hört man noch gern, das freut mich. Wir müssen auch mal bei Zeiten mal eine Tour fahren, wenn du mal Zeit hast. Würde mich auch mal freuen. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt, wenn alles so bleibt, fahre ich Ende Mai ja. Zu arbeiten. Ansonsten. Eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr streamen, aber wie gesagt, ja, meine Jungs haben gesagt, schmeiß doch mal eben an die Rödel-Dödel-Kiste eine Runde ETS. Und habe ich gesagt, ja gut, dann schmeiß ich mal an und dann fahren wir noch eine ETS, weil ich ja so lange nicht mehr gestreamt habe. Ich habe gesagt, dann machen wir mal ETS. Ich habe nur zwischendurch den Kanal beobachtet, dass wir wieder eine andere Stream. Darf ich? Am 22.05. Mach mal, 21.05. Ja, da habe ich Zeit. Am 21. bin ich angeln auf dem Angelkutter Dorsche. Okay. Am 22. gucke ich zu. Morgen. Jo, bis morgen. Jona, schön, dass du da warst. Mein Herr Techniker. Huch, ups. Hättest du was gesagt, Oscar? Und ich komme halt dann auch, wenn ja, ich kippe hier. Aber ich bin mit dem Schaden. Wenn ich dann anfange, ich war jetzt so vertieft hier. Dann werde ich noch abgelenkt hier. Wenn ich auf 25 dann oder. Das kannst du aber echt nicht machen.
Anfang mal wieder anfangen zu arbeiten, komme ich auch wieder weniger, komme ich auch weniger auf den Tisch. Und dann komme ich erst abends spät heim. Na, ihr habt ja da ja richtig Party bei euch dann an der Kirmes. Dann brauch, und dann ich dann sag, ich gehe dann direkt in die Wahlrechte. Das ist verständlich, würde ich auch machen, weil vor allen Dingen der Job, der ist nicht leicht, den du da machst. Der ist nicht leicht. Kassieren etc. pp, das ist. Kassieren, da musst du rechnen, dann musst du da die ganzen Nervenden Karten, immer. Die ganzen Karten einsammeln, das ist für mich, das kann ich aus dem FF, ich laufe auf dem Kinderkarussell rum, ohne dass ich vom Karussell fliege, was sich bewegt. Ich fahr damit. Du. Ich hab einen Freund gehabt, das, ja, ich mach das. Pop, Lager da. Ich kann das, aber auf dem Backdancer, das könnte ich nicht, wenn er den so langsam aufdreht. Das, wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz leicht. Das ist ganz leicht. Das Gewicht, du wiegst ja was. Das heißt, wenn du nach ja. drückst, läuft das. Wichtig, wenn du gerade stehst, dann drückt sich das Gewicht, was von den Gondeln kommt, nach außen. Also das heißt, der Tempo drückt dich automatisch nach außen. Ja. Du musst deinen Schwerpunkt zur Mitte hin verlagern. Okay. Das heißt, wenn du drinnen der Presse bist, desto mehr kippst du dich. Und irgendwann sitzt du dann ganz senkrecht auf, wirklich senkrecht auf der Platte drauf, als ob du auf dem Stuhl drauf sitzt. Nicht schlecht. Und du musst immer gegen die Platte, also immer gegen den Berg springen und immer die Platte mit dem okay. Fuß, den du fest hast, wenn du drauf hast, noch schieben. Weil wenn du falsch runter tust, kannst du passieren, dass du die Knie einfach runter rausklopfst. Da hast du recht. Sag mal, wie viele Testrunden müsst ihr eigentlich am Tag fahren? Eine pro Tag. Und je nachdem, wenn wir jetzt einen Motor oder sowas austauschen, mehr. Das haben sie im Hansapark gemacht. Bei so einer Koggenfahrt, ne, von Mack. Da haben sie den Motor ausgetauscht. Alter Falter, die fährt mittlerweile echt lahmarschig, obwohl die auf 100% eingestellt ist. Oskar! Ja, warte. Wenn du kannst, und du kannst zwar ganz schnell so einen Kreuzmotor tauschen, aber wenn du so einen großen Antrieb. Das ist so ein kleiner Motor, weißt du, so ein kleiner E-Motor, ne? Und dann. Wir haben vier Fläche. Aber da haben die jetzt einen Lüfter vorgemacht, also Hammer. Das ist Hammer, was da. 4x11 kW, 41 kW am Motorlager. Der große hat 40 kW, die kleinen haben jeweils 40 kW. Ja. Das ist ordentlich, wenn da Schwung da rausgeht. Na klar, dann gucken wir am 22. bei dir vorbei. Ich bin dabei. Wir verbrauchen auf einem Platz zwischen 2000 und 4.500 kW, je nachdem wie viel Platz, je nachdem wie der Platz läuft. Das hängt also noch davon ab, es gibt ja sogar Fahrgeschäfte in Deutschland, die brauchen extra auf dem Platz sogar noch eine extra Stromleitung. Da haben die extra noch einen Stromerzeuger dabei, weil das so hier ballern. Der frühere vom Kobran, der Turm, der braucht stellenweise auf dem Kanz, der war, also braucht der stellenweise einen extra Stromanschluss. Weil der Anschluss auf den Kanzler war, hat das nicht gebracht, das Ding überhaupt zu sorgen. Was war das? Was ist das? Meinst du den Aussichtsturm oder was? Der Freifahrturm. Der abgeschossen wird oder hat, welchen meinst du? Der Raketenförmig nicht den Abschuss hat. Ja. Also praktisch diesen Raketenform. Diesen, die haben die Fahrgäste. Ja. Der fährt ja nicht mehr. Haben die Fahrgäste mit 4G nach oben geschossen. Ja. Ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt. Moment, ich guck nach. So, guck mal, was haben wir denn noch? Eine Fahrt haben wir noch, also können wir noch eine Runde drehen. Wo fahren wir denn jetzt hin? Es gibt sowas, das nennt sich YouTube, da kann man das nachschauen. Luxemburg? Ich guck grad mal. Oder Mannheim wieder? Nein. Wir könnten ja auch versuchen, irgendwie nach oben zu kommen. Hör mal. Hier! Warte mal, Frankfurt. Fahren wir Frankfurt. Mannheim. Luxemburg. Zürich. Nee. Wir können ja nochmal eine Runde weiter nach Frankreich reinfahren, an die Grenze von uns. Ein Bagger. Raupenbagger, Genève nach Lyon. Hier. Eine kurze Tour. Okay, gut, dann mache ich. Eine kurze Tour, die fahren wir noch und dann ist Schluss für heute. Ach, ich dachte, wir fahren noch ganz so hoch.
Willst du nochmal hochfahren? Ja. Woran ist er damals mit dem Kickdown gefahren und du wurdest halt dann mit 4G nach oben geschossen? Ja. Also fast raketenförmig und dann der freie Fahrt wieder runter. Da gibt es heutzutage natürlich wesentlich modernere Anlagen. Da brauche ich ja jetzt nichts zu sagen. Bauerdauer Schneider von Schneider oder. Oh ja. Der Hangover von Schneider. Beide Maschinen sind Hammer. Ey! Oder also was ich dir nicht empfehle momentan, weil es gibt halt auch immer wieder, wenn du in Google rumguckst, gibt es halt auch immer wieder, ich nenn's mal Unfälle. Schlechte Nachrichten. Ja, Unfälle vom Commander, vom. Wer ist es? Was ist das denn für ein Ding? Kenn ich gar nicht. Ein Überschlagshaker. Ach, Shaker, ja, da kriegst du mich erst gar nicht rein im Shaker. Und, Shaker, da kriegst du mich erst gar nicht in die Kiste rein. Das Ding hat folgendes Problem. Die Gondeln reißen ab, ich weiß. Du kennst das Problem, gell? Die reißen ab. Sobald die das Ding aufdrehen, reißen die Gondeln ab. Das weiß ich nämlich aus dem Ding. Das kommt nur, komischerweise, auf ganz bestimmten Plätzen vor. Hä? Es gibt drei oder vier Plätze, da geht es gut. Und dann kommt der fünfte Platz und der reißt sie wieder ab. Wieso? Woran die dann? Das denn? Schwer verletzte Tote. Sag mir mal, woran liegt das? Lagerzapfen. Den bricht ständig dieser blöde Lagerzapfen. Ja, aber wieso auf so einem Platz? Wieso ist das? Von Platz zu Platz? Das liegt das an den Böden oder liegt das an der Vibration oder? Wenn der Lagerzapfen auf dem fünften Platz abreißt, dann tun die den ja auf den Platz, wo der abgerissen ist, wieder austauschen. Ja. Kondenzapfen im Endeffekt tun sie dann wieder austauschen. Und ich vermute eher, dass dieser Lagerzapfen halt mindere Qualität ist, dann irgendwelche inneren Risse hat, die man halt nicht unbedingt sieht. Gell? Okay. Und dann halt so von Platz zu Platz, dann geht es vielleicht drei Plätze gut, vielleicht vier Plätze gut, vielleicht auch sogar fünf Plätze gut. Das kann man nicht genau vorher sagen. Jedenfalls der hat halt ziemliches Problem mit seinem Lager. Ja. Wollte ja diesen Sonntag was machen, aber da feiert meine Tochter ihren Geburtstag nach. Als alles um eine Woche verschoben. Ja, das würde ich genauso machen, Klaas, und da habe ich verstanden ist. Genauso machen. Also der TÜV Nord ist dran, das Geschäft erstmal nicht mehr auf die Reise zu lassen. Wir müssen ja jedes Jahr zum TÜV normalerweise. Ich also weiß, da kommt ja sogar extra noch ein TÜV manchmal auf die Plätze rauf. Ja, die wollen jetzt hingehen und sagen, wir lassen das Geschäft jetzt noch auslaufen bis zum Ende des Auf Krange haben die ja extra diesen, wie heißt das, nicht genommen, den Shaker, sondern, den Commander. Dafür haben sie den von dem anderen. Es gibt noch mehr, weil das eine seinem Commander ist, der hat ein überdachtes Stück und dafür brauche ich mich nicht in Lebensgefahr. Entschuldigung, da brauche ich mich nicht zu viel. Du ganz ehrlich, wofür brauchst du einen scheiß Shaker? Eine Überdachung. Ja, das ist ja ein paar Kiste im Regen im Trockenen stehen. Vorteile hat das mit der Überdachung ja schon. Aber es hat halt auch wieder Nachteile. Ja, aber die Sache ist nur, das kannst du bei jedem anderen Shaker, kannst du das auch bauen. Ja, wenn die Rückwand bauen, ist das kein Ding. Das ist bei jedem Shaker möglich. Das heißt, das muss ja ein anderes Modell sein als der normale Shaker dann, der neue. Nee, die Rückwand muss ein bisschen höher sein. Ja. Sonst ist das nichts. Nein, ich meinte den, die vom Getriebe her und so, das muss ja eine neue Version dann sein. Nee, das ist alles gleich. Hm? Der Shaker Bau gleich so wie er ist. Der kriegt nur eine andere Rückwand. Die Rückwand wird etwas höher geholt, dass der oben den Pfosten über die Rückwand dran aufgehangen wird im Endeffekt. Nach oben rausguckt, dass sie ja so eine Art Dachstuhl dran setzen können. Das macht im Endeffekt nichts aus. Das macht, sagen wir mal, vielleicht 50-60% maximal aus. Vielleicht. Du, aber ich würde mich auch freiwillig nicht in Lebensgefahr bringen und da mitfahren. Ich mag die Dinger sowieso nicht. Wo bist du, Niklas? Genauso wie diese, weißt du, diese, die neu von uns rausgekommen sind, wo du dich jetzt. Das ist wie so ein Breakdancer und dann drehen sich die Arme extra nochmal. Ja,
das ist so. So Löffel oder wie sie Dinger da nennen. Ja, ja, aber trotzdem, ich. Die Stadt wollte hier, unsere Stadt wollte hier einen zulassen. So ein Commander, also hier in einem Fahrzeug scheinbar auch ein Commander. Kann ich jetzt nicht nach, kann man jetzt so auf kurzem nicht nachprüfen. Und es kommt ja nicht, es gibt in Deutschland 5-6 Commanders, die in Fahrt, also auf Fahrt sind. Ja. Und bei jedem Commander kommt in den laufenden Abständen halt diese Diff. Bei allen oder nur bei dem, bei allen oder nur bei diesen bestimmt? Es kommt bei jedem vor. Es ist bei jedem schon minimum einmal vorgekommen, dass dieser blöde Lagertopf abgerissen ist. Das muss ja irgendetwas dann zu tun haben mit dem, wie heißt das hier, mit der Bauweise. Wenn es jetzt nur ein, zweimal vorgekommen wäre, da hätte ja kein Mensch was gegen gesagt. Aber ständig. Es kommt ja dauerhaft vor. Ja, Niklas? Ist dieser Fehler da? Worum geht's eigentlich gerade? Wir reden gerade so über Fahrgeschäfte auf Kirmessen. Ach, die ständig kaputt sind oder was? Ja, ja. Warum Fälle passieren? Dauerhaft. Also, wenn man mich fragen würde. Wir reisten noch, als hinten das alte Ding im Hansa-Bahn ständig stecken geblieben ist. Oh ja! Oh, ey, halt bloß den Mund. Das war mein Lieblingsfahrgeschäft. Also, Oskar, du musst jetzt mal rumfahren. Rechts! Wenn man mich persönlich fragen würde. Ich mag den Power Tower. Jan, hättest du da oben gerne eine Stunde gesessen bei brütender Hitze bei 30 Grad in der Sonne? Du, das Ding hätten die auch anders lösen können, das ist ganz einfach gewesen. Die Sache ist nur, wenn der Hansapark sich mal da um Ersatzteile gekümmert hätte und das mal ein bisschen erneuert hätte, dann wird das Ding jetzt noch stehen. Ich guck mal. Das war die geilste Fahraktion. Olli! Was denn? Ja, die wollten das sowieso, das Ding abreißen, weil Kerner dahin soll. Ich finde das aber der Power Tower schade, weil das war mein Lieblingsfahrgeschäft. Ja, ich hab's nicht so mit Höhe mir. Oh, das war so geil, Mama. Das ist so boom, 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 boom. Musik, das. Mama, ich guck mal, ob ich die im Internet finde, dann spiele ich die mal ab. Die hab ich so irgendwo noch. Warte mal, das haben wir sogar gleich. Hatte der eine Spezialmusik oder was? Ja, ich hab die alle da. Warte mal, pass auf. Ich kann dem anschmeißen. Also mir war das relativ. Das Ding war richtig geil mit der Aussicht. Jetzt geht's ja nur noch Nessie mit der Aussicht. Kernan, da siehst du ja gar nichts. Aber Kernan ist mir trotzdem lieber. Warte mal, kleinen Moment. Hansa Park Power Tower. Das kann ich auch mal. Das ist der Power Tower von Schneider. Nur ohne Rückwand wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, ich kenne den Power. Den haben sie verschrottet. Hier, haben wir, guck mal, haben wir sogar da die Musik. Haben wir sogar da, pass auf, geht gleich los. Ich guck gerade, ob ich das blöde Video finde. Kannst du mal den Link im Streamchat treiben gleich? Ich finde das Video gerade. Zum Schluss gab es einen anderen Soundtrack, der war noch ein bisschen geiler. Der hat da die Boom, 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 Power hinter war da. Also bei manchen ist es halt, jetzt mal so. Bei manchen. Kannst du mal den Link ins Stream packen? Jo, bitteschön. Bei manchen ist es halt das Kugellager. Was abreißt. Wir müssen. Lassen wir jetzt den Schnack nachher weiter. Jetzt wollen wir erstmal hören. Das war der erste Soundtrack, der von 2006 bis 2011 lief. Nicht und dann, auf die Kante, danke. Und dann 2012 kam dann der neue. Der war anders, der dann das. Aber der war geiler. Der hat besser dazu gepasst als Highlight. Ich müsste jetzt ein bestimmtes Video suchen, wo der drauf ist. Hat der Hansapark eigentlich einen YouTube-Kanal? Ja. Hat er. Dadurch, dass ich da jetzt mit einsteige, dass ich die Videos dafür mache, auch für, also für mich ist für mein Kanal, bin da mit einem YouTube-Programm drin. Ich kenne den Chef ja persönlich. Okay. Ja, ich habe das Sonderrecht im Park. Oh, leck. Ich muss früher einschlagen. Ja. Und dieser Teil, da hang er dann oben und fiel von ganz oben nach unten runter. Das ist jetzt die lange Version.
Alter, wie viele Videos haben die aber? 2 Jahre nach Unfall mit 47 Videos. Alles klar. Die Videos sind ja schön neu. Ich zeig gleich nochmal ein Power. Ich zeig euch gleich nochmal das Fahrprogramm. Ich kenne den Fahrgastchef Sarah sogar davon. Der ist sogar noch im Hansapark. Ich kenne alle im Hansapark. Ja, weißt du, wo der Lagertab verabschiedet ist? Das war der Lagertab. Ja. Das war in diesem Teil. Da ist in der Lagertab. Scheiße. Aber kennst du den alten Sound noch? Der war noch geiler. Ich guck grad nochmal. Also 20 Minuten müssen wir noch fahren, Oskar. Dann können wir nochmal eine Tour machen. Also ich muss nicht mehr in 20 Minuten fahren. Ja, Niklas? Ja? Ich will noch zum Unterladen, weil keine Ahnung, warum das so lange dauert. Jetzt war zu Ende, warte mal. Aber jetzt müsstest du da mal über die Linie rollt da. Du siehst das doch im Spiegel. Diesen Teil haben sie gar nicht abgespielt, aber der war geil. Den haben sie unterlaufen gelassen. Der war Hammer. Diese Musik, ey, ich vermisse das. Da kriege ich jetzt sogar noch Gänsehaut bei diesem Lied. Das ist einfach nur Hammer. Dann diesen Power Tower da. Oh, Alter, Leute, das war geil. Der war ab 12. Ich durfte bei 10. Ich war 9 Jahre, weil ich so groß war, durfte ich mitfahren. Ich durfte die Zeit noch miterleben. Das war geil, Leute. Ich sag das euch. Ich freue mich schon, wenn der wieder auf der Kieler Woche ist, also von Schneider. Dann fahre ich bei Schneider mit. Oh oh. In Lüdenscheid hat es gescheppert. Da hat es aber richtig gescheppert. Oskar, ich liege auf der Seite. Oh nein, nein. Warum machst du denn so was? Jetzt gibt's ab. Ich bin gleich wieder da. Der erste Kurve. Mal gucken, ob du. Ja, Niklas? Ja? Du musst doch mal sagen, dass du. So weit, du hast Bock auf mal eine Runde Fortnite? Nee, du musst sagen. Na, Fortnite, müssen wir mal schauen. Zu spät, aber. Na, Vollleck. Ja, aber du musst doch sagen, eingreifen, ich will, wenn du was falsch machst. Fahr doch, warum bremst du? Gut, das geht. Also das war schon geil, der Soundtrack, Alter, am Ende. Falsch eingelegt. Da standen die Leute an. Im Sommer war das Ding bis unter die Hütte voll, der Power Tower da vom Hansapark. Ja, kannst du das nicht alleine. Ich bin 10 Runden hintereinander einmal gefahren. Für mich hat er immer schon auf Start gedrückt. Und hier ist das natürlich schade, aber. Das war ein gutes Fahrgeschäft. Ich freue mich, ich würde mich freuen, wenn wieder ein Freifahrtower in Hansapark kommt. Aber Kernan ist auch nicht schlecht. Was hast du gesagt? Zu spät. Hast du nicht gesagt, du kennst den Chef? Ja. Überredungskünste spielen lassen. Ich versuch mal. Es gibt doch noch eine Fahnebauer-Tower-Anlage. Mal gucken, wo der steht. Ich weiß, Schneider, der kommt immer zur Kieler Woche. Ich will dieses Jahr mal runterfahren nach Kiel. Oder haben wir München? So. Musst du auf Achtung immer. Kommst du zur Kieler Woche hier? Ja, ich werde da mal hinfahren. Haben Sie doch mal. Ich bin noch nie den Hangover gefahren. Ich habe mich früher nicht getraut, als ich auf Krange war. Da war gerade neu. Ich habe mich nicht getraut, damit zu fahren. Mal gucken, ob du mich weglassen, dann komm ich auch. Weil ich noch nicht, sag mal schnell, weil ich noch nicht, wie heißt das? Scream gefahren bin im Heidepark. Aber den fahre ich ja mittlerweile auch. Der Hangover ist. Ja, ich hatte einen Motor. Nee, 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 nur der Fall von 8 Metern. Der. Das ist doch ein okay. Du fällst aber 8 Meter runter! Das ist der Gas! Einfach Gas, los! Los! Du musst dir überlegen, du gibst deine
dein Leben praktisch in den fremden Hand, ne? Den Knöpfchen drückt, dann fällst du auf 80 Meter runter. So. So, ich will euch noch was zeigen. Was ist das Ding? So, wir gucken uns jetzt mal den Power Tower an, den ich da am Hansapark hab. Also, wie den wir hatten. So, pass auf. Nimmst du die Sachen mit? So, hier, wollen wir mal gucken, ne? Ja. Geh da mal schlafen. Ja, Niklas, bist du jetzt eigentlich da, oder? Ich bin jetzt da, ich hab den Auftrag beendet. Wie Auftrag beendet? Das ist noch ganz alte Aufnahme, aber ist noch mit dem alten Musik, nicht mit der neuen. Geh mal, ich fühl mich jetzt... Die Hütte? Ich hab mal Schule. Jo, wir hören uns, tschüss, tschüss. Kommt mal so nebenbei. Da bin ich immer mitgefahren hier. Wir sind immer mitgefahren. So, und dieser Fahrgeschäftsfahrer, der da hinten ist, den kenne ich zu gut. Den gibt es jetzt sogar noch im Hansapark. Was gibt's da noch? Na, den Fahrgeschäftsfahrer, der da ist. Den kenne ich sogar noch. Der hat immer mich mitfahren lassen, weil ich so groß war. Der hat der Chef auch nichts gesagt. Ich war groß für mein Alter. Ich war 9, aber das Ding ist ab 12. Sag das lieber nicht zu laut. Wieso? Danach gibt das noch Ärger. Es gibt keinen Ärger. Ja, Niklas, ich muss kurz. Für den, der dich mitfahren lassen hat. Ah, mein Gott, das weiß der Chef. Müssen wir mal schauen. Gucken wohin wir gleich mal. Du jetzt wieder? Müssen wir mal schauen. Eine kleine Tour noch. Ja, Niklas, ja, wo denn? Obwohl, wir gucken jetzt mal ein bisschen auf YouTube rum. Wir fahren keine Runde mehr. Das war's für heute. Wir gucken jetzt ein bisschen auf YouTube im Hansapark rum. Da hab ich auch mitgefahren. Wenn du das benutzt, musst du das im Video schon kennzeichnen, ne? Die das machen, die kenne ich. Ich habe mit denen schon selbst gesprochen. Ist doch egal, musst trotzdem kennzeichnen. Das weiß ich. Kann YouTube ja... Ich kenne die persönlich und die erlauben so viel. Oliver? Und tschüss. Wie tschüss. Na und? Und dann geht er wieder nach oben. Das war so geil, Leute. Ich sag das euch. Und wieder hoch. Und wieder runter. So, und jetzt ist Ende im Gelände. Geht's auch von Solterkurs. Wir können uns ja nochmal. Wir können uns angucken. Scream, das kennen wir auch schon hier. Warte mal, das können wir einfach mal gucken. Ich zeige euch mal die älteste Achterbahn und die erste Achterbahn Deutschlands. Beste Achterbahn, fährt geschmeidig, die im Hansapark ist. War das die erste in Deutschland? Das war die erste Achterbahn in Deutschland, auch in Europa. Okay, das ist krass. Erste Schwarzkopfmann und auch allgemein jetzt mit dem Looping. Allein der Sound schon, wenn ihr euch das anhört. Leute. Ich bin Ben und ich zeige... Ich will keine Werbung. So, leicht der Sound. Was geht? Bei uns geht viel. Ich grüße alle 8 Zuhörer, schön, dass ihr da seid. So, hier ist der Looping. Leute, der Sound, wenn ihr davor steht. Bom, 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 bom. Hammer. Alter Schwarzkopf-Sound. Bessie oder was? Ja, dieses Dong, 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 Dong. Das ist einfach nur geil. Du brauchst mir das nie erzählen, ich bin kein Achterbahn-Fan. Ich bin ein Achterbahn-Fan. Ich kann mal gucken, ob ich noch eine... Wie ist das? Ein On-Ride finde? Also ich hasse Achterbahn. Allein der Kettensong, pass auf. Der ist schon geil. Ich guck mal, wenn ich im Hansapark bin, dass ich das mal aufnehmen kann und dann lade ich das mal hoch. So, ich grüße alle 7 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, letzten Minuten waren wir mal vorbeischauen. Das ist Nessie, da bin ich letzten 10 Runden mitgefahren. Ja, Niklas? Hm? Wollen wir vielleicht zurückfahren? Einfach so zurückfahren, ohne Ziel. Ich muss sagen, die ist sogar noch besser als Kernan, weil diese alte Achterbahn, das ist einfach nur schön.
Tja, dann kennt ihr ja schon. Aber gleich kommt der böse Teil. Das tut immer in den Ohren weh. Was tut immer in den Ohren weh? Die quietschen und bremsen? Ich mach schon mal leiser bei mir. Das Beste, was es gibt, quietschen und bremsen. So, hier ist es gleich. Pass auf, das ist in der Etikette. Ach, das rot gefahren, haben sie noch mal gezeichnet. So, was haben wir denn noch Schönes? Was kann ich euch denn noch aus dem Hand? Ach ja, Fluch von Novgorod, Katapult. LSM-Antrag, Antrieb. Fluch von Novgorod, da kann ich euch auch noch eine Sache zeigen. Hi, welche Spiele hast du eigentlich alle, Jan-Niklas? Hochspannung. Jan? Das ist der. Aktuell nur ETS, Fortnite und so. So, das ist der Lounge im Fluch von Novgorod. Der ist einfach nur geil. Und tschüss. Und dann wird er abgebremst. Da kommt man aus dem Tunnel raus und dann kommt er runter. Ich durfte so ein Ding schon mal selbst starten. Ich hab den. Ich war da unten drin. Genau da war ich drin. Das ist einfach nur. Also Leute, das ist einfach nur geil. Wir können doch mal gucken, was so für Schiffe auf der Ostsee bei mir hier fahren. Was hier für Schiffe fahren? Schiffes. So, wollen wir mal kicken, was hier so für Schiffes fahren. Schiffe. Ich bin ja ein Fische-Schiffe, ne? Ja. So. Guck mal hier, Finnetaler, Roro. Schiffe, die fährt von Travemünde nach Capilla da oben hoch, da die Ecke. Ja, dann haben wir hier noch die Victoria Seaways. Von alle nach da oben. So, dann haben wir hier unsere Fähren, Prinz Richard. Alle schönen Öko-Fähren. Wo hast du denn die schönen Traktoren da auf deinem Kanal gefilmt, den schönen Johnny? Prinz Benedikte, wo ich den gefilmt habe, auf Fehmarn. Deutschland. Die ganzen Pferdschiffe, die ganzen schönen Pferdschiffe. So, haben wir hier noch einen Angelkutter. Gestern waren hier ganz viele Marineschiffe, weil hier nämlich in der Hobachter Bucht ist ein, Marinestützpunkt/Bundeswehrstützpunkt. Ja, Niklas? Ja? Ich habe eine Frage. Was hältst du davon, nach Zürich zu fahren? Aber da und aber da. 400 Kilometer. Gerade nichts, ich bin gerade am Erklären. Ich mach gleich Schluss hier. Ach komm. Ich mach ETS jetzt aus. Tschüss, och, bis morgen. Bitte nicht. Morgen wieder, morgen geht's weiter. So, pass auf. Hier ist der Fehmarnbelt. Große Belt, das ist die meistbefahrene Wasserstraße. Weltweit. Also bist du jetzt weg aus dem Spiel? Ich bin raus. So, und dann fahren sie immer hier oben. Immer, so soll ich sagen. Mal, da kommen sie hier von oben, so, von oben, von der Ostsee hier oben, kommen sie hier runtergeballert mit den ganzen Schiffen. Romantiker, hier sind, siehst du manchmal auch. Ich weiß gerade nicht, wo die ganzen Fische, wo die ganzen. Ich muss gerade mal kicken. Manchmal siehst du auch hier, dass wir hier, die ganzen Fähren von Travemünde von uns fahren. Hier hoch und hoch und hoch bis hier oben. Oder nach Helsinki. Von hier. So, und was dann. Was hast du denn da für eine Karte offen? Das ist ein Schiffradar. Nee, und die sind gerade alle da auf dem Wasser. Ja, die Schiffe sind gerade alle da. Da, Robin Hood. Das ist das Hammer, wie viele Schiffe hier auf der Welt rumdüsen. Guck dir das mal an. Alles über hier, die roten, das sind alles Tanker. Und diese grünen da, das sind alles so kleine, wie soll ich sagen, Kymos, Getreideschiffe und sowas. Und diese blauen, das sind die ganzen Fern-Passagierschiffe. Ich muss ja gerade mal gucken, wo ich. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Weltkarte. So, pass auf, wir wollen ja wieder gucken. Ich wollte euch ja was erklären. So, pass auf. Die Schiffe
Fahren immer bei uns in Kiel hier. Ich bin ja Kreuzfahrt-Fan, ne? Die nehmen die Abkürzung. Fahren hier durch den Nord-Ostsee-Kanal. Ist das billigste für die Reedereien. Weißt du, sparen sie Benzin. Sorry, nicht Benzin, Diesel. Diesel schrägt sich Schweröl. Diesel auch nicht, Schweröl. Doch, die fahren auch mittlerweile mit Diesel. Fahren sie. Die müssen hier in Deutschland mit Diesel fahren. Die dürfen nicht mit Schweröl fahren. Die dürfen hier mit Schweröl fahren. Da dürfen sie fahren. Oder auch da oben dürfen sie mit Schweröl fahren. Wenn sie in internationalen Gewässern sind, dann dürfen sie Schweröl reinhauen. So bald können sie es rausballern. Mann, sie aber schon ab hier ballern sie es raus. Das ist denen scheißegal. AIDA macht's nicht mehr, die fahren schon mit Gas. Da kann ich euch auch gleich zeigen. Ich bin ja Kreuzfahrtexperte, ne? Also das ist Kreuzfahrtschiffe, ich habe mich da spezialisiert drauf. Können wir mal so ein bisschen schnacken. Machen wir am Ende nochmal so eine Schnackrunde. So, pass auf. So, und dann wenn ich wohne da hier in der ganzen, irgendwo in der Umgebung, ne? Das wisst ihr ja. So. Dann ab hier fahre ich zum Beispiel mit dem Angelkutter am Samstag. Jan? In Hallinghafen. Bin ich Samstag erst drüber gefahren, über die große Brücke in Rendsburg. So, und auf jeden Fall fahren hier oben gleich von meiner Haustür, sagen wir es mal so, fahren die ganzen Schiffe lang. Ganzen Schiffe lang. Egal, Kreuzfahrtschiff oder Tanker, das ist von mir nicht weit entfernt. Ja, bei Fehmarn an der Ecke. In der Nähe. Wohne hier in diesem Gebiet. So, dem Gebiet hier. Dem ganzen Gebiet hier. Also nicht auf Fehmarn, aber auf dem Festland. So. Und. Aber wo ich genau wohne, das sage ich nicht. Das ist ja das klar. Ist besser, so sind das nur deine. Hier. Fangemeinde vor der Tür stehen. Hallo! Ja, da 1300 Leute vor der Tür stehen haben. Das so, da ist der Hansapark da unten. Da ist der Hansapark. Siegsdorf. Stell dir mal vor, du hast die ganze Fangemeinde von 1300 Leuten vor. Das wär's. So, pardon. Und dann fahren die ganzen Schiffe hier aus dem Nord-Ostsee-Kanal hier durch den Fehmarnbelt, bis hier oben hoch. Hier haben wir die Fehmarn-Sundbrücke. Kann ich euch auch mal ein Bild zeigen. Auch schön. Fahr ich auch immer hin. Haben sie nicht mal überlegt, die abzureißen? Jo. Dürfen sie nicht. Denkmalgeschützt. Haben die Denkmalschützer noch mal rechtzeitig durchgesetzt? Ja, die lange ist noch lange Denkmalgeschütz. Wo ist die denn jetzt? So sieht's von unten aus. Ich kann euch da was erklären. So, pass auf. Hier ist, das ist die firmaranische Seite. Das sind die neuesten Pfeiler. Bei uns sehen die ein bisschen anders, ein bisschen gammeliger. Aber Leute, ihr werdet's denken. Hier ist flach. Bis hier ist flach. Ja, bis hier ist flach. Aber Leute, hier hinten am Pfeiler, da geht das gleich auf 4 Meter runter. Das ist Hammer. Also einmal hab ich's geschafft von der firmaranischen Seite. Mit der Badehose, da war es warm bis zum Pfeiler, aber das war schon echt unheimlich. Ich mach das nicht nochmal. Weil hier hinten, ich kann das euch gleich nochmal zeigen, da ist eine Strömung im Sund, das glaubt ihr gar nicht. Das reißt euch weg. So, pass auf, und hier unten, da fährt eine Bühne, eine Hebebühne, so eine Bühne. Da kannst du die ganze Brücke mit der Bühne abfahren, von Pfeiler zu Pfeiler. Eine Arbeitsbühne. Und in der Brücke kannst du auch laufen. Zum Beispiel, du kannst hier im Bügel laufen. Habe ich noch nie gemacht, will ich aber machen. Da sind so Treppen, da sind so Leiter drin. Und dann gehst du die Leitern hoch. Mein Onkel war nämlich bei der Bahn. Und hier oben ist eine Luke. Und dann hast du hier eine Absperrung, da eine Absperrung. Hier oben an den Seiten ist keine Absperrung. Das ist unheimlich, Leute. Und dann gehst du die kleine Luke da wieder runter. Die Luke ist hier an der Seite. Da oben mal, ist die Luke. Mal, ich muss mal den Stream anmachen. Da oben ist die Luke. Warte. Ich muss wissen, wo. So, warte. Ach, das meinst du. So, da oben ist die Luke, ne? Und dann kannst du mit der Bühne hier lang fahren, von da nach da. Hier sind Lichter, Seefahrtslichter, alles ist ja klar, beleuchtet. Ja. So, auf jeden Fall haben sie letztens hier, haben sie sich abgeseilt, haben hier ein Plakat hingemacht. Abgeseilt von der Brücke. Was würde ich nie machen. Wegen Fischen, weißt du, wegen den Dorschangeln und so. Dann, manche Leute sind echt bescheuert. Also ich verstehe das nicht. Dann springen die von da, von der Bahnseite, springen unten in die Ostsee rein. Wenn die unten auskommen, sind die tot. Dann sind die tot. Wie oft wir das hier schon hatten. Und da ist ein Nebelhorn drin, das ist abgeschaltet. Weil wenn es an wäre, wird das bei uns hier in der Umgebung, hörst du dann nur böp, böp. Die ganze Zeit. Der wird so bekloppt, weil. Wofür
wofür haben die das denn benutzt, das Nebelhorn? Das war früher mal. Das war in den 80er, 90er Jahren haben sie es eingebaut. Da war es an, da war mein Vater gerade noch Kind. So, ich glaube, was hat er erzählt? Da war er gerade 10, 20 so um den Dreh. Und er sagt, das war nicht auszuhalten. Und dann haben sie es nachher abgeklemmt, weil es zu laut war, weil es auf ganz viel man gehört hast. Oh, das ist fies. Ja. Das sogar dieses Böp, 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 das geht auf den Piss. Man Grundstückspreise im Keller. Und dann haben sie es ausgemacht. So, und es gibt hier, das ist da noch drin, kannst auch wieder anschalten, aber aktuell nicht. Leute, ihr glaubt es. So, pass auf, Leute, ihr glaubt es nicht. Die ganze Sonnenbrücke ist mit Sprengstoff. Die ganze Sonnenbrücke ist voller Sprengstoff. Das heißt, wenn Krieg... Ja, ist kein Scherz, das war die von meinem Onkel, der hat bei der Bahn gearbeitet. Der war da drin und hat da drin gearbeitet. Hier unten, in diesen Kästen, ist Sprengstoff, Dynamit verarbeitet. Hier unten. In den Kästen. Natürlich, das ist alles voll und hier. Anlagen, damit da drin. Nicht weiterkommen sollten. So, pass auf. Damit wollten sie alles aufhalten. So, und dann geht das noch weiter. Das weiß ich nämlich von meinem Onkel. So. Das ist alles voll mit Sprengstoff. Das heißt, wenn der Deutsche oder so auf den Knopf drückt, dann fliegt das alles schön puff, unten rein. Die Ostsee. Dann ist da gar nichts mehr. Dann kommst du da gar nicht mehr rüber. Wollte ich nicht glauben. Ich hab gesagt, du willst mich doch verarschen. Hab ich zu meinem Onkel gesagt. Nein, nein. Er sagt, da ist Sprengstoff drin. Das glaubst du. Dann hab ich gesagt, hat er gesagt, das glaube ich dir nicht. Bis er gesagt hat, hat er mal einen von der Bahn mal angerufen, einen alten Bekannten. Und der hat mir das wirklich bestätigt, dass da Sprengstoff drin ist. Deswegen kommst du hier unten auch nicht rein. Du kommst da unten nicht rein. Das Beste ist, die Pfeiler sind voller Wasser. Ja, müssen die ja. Durch Regenwasser. Das haben die jetzt aber abgepumpt. Das ist jetzt weg. Aber hier unten, da, hier unten im Boden, in der Ostsee, wisst ihr, was da für Maschinen drin stehen? Da steht ein Radlader noch, da steht noch ein Bulldozer drin, ein alter Hanomag steht da noch drin, weil die alles ausgegraben haben. Haben sie nicht rausgeholt. Da unten, in den Fundamenten. Hat mein Onkel mir auch erzählt. Der weiß echt viel. Hier ist die Wassermarkierung. So, und dann, ich weiß nicht, ob ich da noch ein schönes Bild finde. Müssen wir mal schauen. Ja, Niklas? So, pass auf. Und hier seht ihr ja den Strich von der Brücke. Das ist das Ende von der Brücke. Da ist noch eine Wohnung drin. Auf beiden Seiten. Da ist eine Wohnung, da ist eine Wohnung. Wo? Hier. Hier unten runter. Die Auffahrten von der Fehmarnsundbrücke. Da ist eine richtige Wohnung drin. Eine richtige Wohnung. Eine Technikerwohnung. Ja, siehst du also doch. Ja, jetzt sieht man das. Ja. So, und da ist eine Wohnung drin. Da ist eine richtige Technikerwohnung drin. Mit Toilette, mit was weiß ich nicht. Eine ganze Werkstatt. Da haben früher die Arbeiter drin gewohnt. Da drin. Kannst du sogar heutzutage noch reingehen. Wollte nicht glauben. Hast du eine ganz kleine Luke. Ganz klein. So, und dann hörst du mir, wenn die Autos da rüberfahren, machst du immer bumm, bumm. Weil die Brücke ja, müsst ihr euch vorstellen, die bewegt sich ja auch. Serra Monica-Effekt. Die ist ja nicht mit dem Land verbunden, sondern nur mit so Flächen. Ja. So sollte das eigentlich mal aussehen. Die wollten ja zwei Fehmarnsundbrücken hier hinballern. Bei uns. Zwei Stück davon. Ach ja, hier sieht man das schön. Hier unten ist eine Wohnung drin. In dem Stück. Riesengroß ist die. Eine Technikerwohnung. Ja, dann wollten sie hier nochmal so eine Brücke bauen. Genau die gleiche. Ja, aber was hier nicht schon alles, was hier schon war. Also, das ist Hammer. Die Fehmarnsundbrücke ist einer der ältesten Bauwerke in Schleswig-Holstein. Die wollten eine zweite Fehmarnsundbrücke daneben bauen. Die wollten genau das gleiche Ding daneben bauen. Kopie gleich. Und die außer Betrieb nehmen. Und die in Betrieb nehmen, weil sie zu alt ist. Geil. So, dann wollen wir mal gucken. Habe ich vielleicht noch ein Bild? Dann müssen wir mal schauen. So, pass auf. Hier sieht man das schön. Ja, Niklas? Hier oben habt ihr ja den Zaun. Und da könnt ihr raufgehen. Und dann geht ihr durch diese Luken. Und dann müsst ihr da hoch. Und dann könnt ihr da oben an dieser Luke aussteigen und seid da oben drauf. Möchte ich echt gerne mal machen. Habt ihr echt einen Ausblick. Wir könnten uns hier eigentlich mal, pass auf, ich kann das ja mal reinballern. Fehmarnsundbrückenbau. Es gibt einen alten Film von der Fehmarnsundbrücke, wie die Fehmarnsundbrücke gebaut wurde. Den hat meine Oma auf Film. Das heißt, auf CD. Den habe ich mir früher 10-mal reingepfiffen, immer wenn ich bei meiner Oma war, weil ich das geil fand. Da haben sie gezeigt, wir machen den einfach mal an. Das ist ganz alt. Zwischen dem tiefen Süden und dem hohen Norden nehmen Guck uns an. Den Weg über die deutsche Insel Guck ich gerne, kann ich euch erzählen.
Sie folgen nicht dem Kurs der nach dem Krieg und unter dem Zwang neuer Grenzen eingerichteten Fährverbindung zwischen Großen Brode und Gezer. Dieser Weg über das offene Meer ist dreimal so weit. Seit Generationen aber versuchen... Den habe ich auf Video. Von meinem Onkel hat er nämlich drauf gearbeitet und jeder Bahnarbeiter hat sowas gekriegt. Okay, das ist natürlich nett. Der hat das mitgekriegt. Manchmal werden kühne Träume Wirklichkeit. Doch wer eine feste Straße schaffen will, die bestehen soll, der muss wissen, wie der Untergrund... Die alten Maschinen, das haben wir. Gleich zahlen sie noch von innen drin. Eine Unzahl von Proben gibt schließlich Auskunft über die Bodenstruktur. Ein großes Werk erfordert umfangreiche Vorarbeit. Haben sie da mit den ganzen Baggern das weggeballert? Was waren da alles, was die da weggeschaufelt haben? Steine oder was? Sands, ja. Da haben sie Damm gebaut von Hand. Kübelbagger. Da bauen sie gerade hier den Damm. Da haben sie von Hand gebogen, die ganzen Seile, Tragseile. So. Das haben die gesenkt. Das sind Senkkästen, die schütten. Huben. Also der Film ist geil. Ich kann euch den empfehlen. Wenn ihr was von der Geschichte von der Insel Fehmarn hören wollt, guckt euch den Film an. Ich baller den gleich nochmal rein. Liebe Community, schreibt mal rein in dem Live-Chat und bitte unter den Videos. Wollt ihr den Stream, also ein Stream mal über die Fehmarn-Sundbrücke haben? Das heißt, wir gucken uns mal den Film an. Komplett. Und ich erzähle euch was dazu. Wollt ihr das mal sehen? Da kann ich euch nämlich viel zu erzählen. Mein Onkel hat mir alles erzählt. Der war ja mit dabei. Im Vergleich zur Nervenbelastung am anderen Ufer. Da ist der Schaufelbagger. Den gibt's heutzutage noch. Kommt gleich. Das ist einer der höchsten Kräne früher gewesen. Das ist die alte Sundfähre. Vor mal von Großen Brode nach Fehmarn. Da bist du früher rübergefahren. Mit dem Schienenbus. Ja. Den gibt's heute noch. Schuten tragen das Baggergut zum Verfüllen einer doppelten Spundwand, die vor der Baustelle im Vergleich zu heute. So, und das ist der Fährbahnhof Puttgarden, den sie gerade frisch gebaut haben, um dann nach Röppel rüberzukommen. Unmengen von Baumaterial müssen heran. Oh. Ja, noch 10%, dann ist alles fertig. Die Musik eigentlich schon dabei, war schön. Und praktisch, und technische die Fehmarn-Sundbrücke und der Fährbahnhof und Fährhafen Puttgarden. Alles zur selben Zeit innerhalb von knapp 4 Jahren. So tief ist das Ding, Leute, springt da mal rein, Alter, da könnt ihr tauchen. Ich hab nicht gedacht, dass der Fährbahnhof so tief ist, aber der ist so tief. Die Becken heutzutage sogar noch. Im Fährhafen. So haben sie gerade gebaut hier alles. Da haben sie gerade den Kasten drauf gebaut, dann hat einer mal gesagt, schwenken. Kommt gleich noch, glaube ich. Jetzt. Die Kabelkranmaste sind so konstruiert, dass sie seitlich ausschwenken können. Sonst kämen die Bogenteile nicht vorbei am mittleren Hilfsgerüst. Das ist Hammer. So, pass auf, von innen. Ich glaube, von innen war das gerade. Mal. Muss mal schauen. Ach, die Fundamente waren da schon. Haben sie alles von Hand gemacht. Leute, heute machen die das mit Maschinen. Und früher, alles Handarbeit gewesen. Diesmal ja, aber ein paar Maschinen hatten sie ja schon. Was hier abgeht, Fehmarn Sundbrücke Core Gaming Time. Wir gucken uns gerade den alten Sundfilm. Boom, da haben sie gesprengt. Hier, das ist die alte Theodor Heuss. Was früher Eis im Fährbahnhof. Das ist die alte Theodor Heuss. Das ist eine alte Fähre, die früher ab Großen Brode gefahren ist. Sanft geführt von der Fenderung gleitet das Schiff in seine. Und heute steht da ein Seenotrettungskreuzer. Okay. Früher war der ja auch irgendwie vereist, ne? Haben wir. Das hast du ja heute nicht mehr, das ist zu früh.
Nee. Den Film ballern wir uns nochmal alle gemeinsam rein. Da mach ich mal einen Stream und dann gucken wir uns den mal an. Guck mal, das ist die alte Sonnenfähre. Ja, Putgun. Da, hier, Öffnung. Einfach, pass auf, gleich, die alten Dampflocke von der Reisbahn. Hammer, schön ist das. Einmal im Jahr kommt eine Dampflok, immer über die Fehmarnsonnenbrücke. Ich bin immer da, ich gucke ja gerne so alte Züge und dann sehe ich das immer. Und dann ist er... Und auf der Brücke beginnen die Belastungsproben. Dampfloks. Das waren noch Viecher, sag ich euch. Bin mal aber so einer mitgefahren. Die fährt sogar jedes Jahr mal darüber. Und dann hupt die immer. Ich guck mal, ob ich da noch ein Video von finde. Rollende und ruhende Belastung. Statische und dynamische Last. Ja, was wenn ich schon alles hier gemacht habe? Das war Hammer. Ja, da hast du recht, Schutti. Aber das war nur Eisenbahn! Deutsche Qualität! Ja, das ist hier die V200, ja? Wann hast du mir eigentlich noch Moderator gegeben? Weil ich vor ein paar Tagen oder weil ich nicht irgendwann mal. Ich such grad, warte mal. Fehmarnsonnenbrücke. Das bin ich schon länger als ein halbes Jahr, weil ein halbes Jahr habe ich nicht mehr mit dir geredet. Stimmt. Fehmarnsonnenbrücke Dampflok, hier guck mal, ich hoffe, dass die da auch noch hupt. Schade, das ist ohne Tonaufnahme. Schade aber auch. Schiffe müssen nicht mehr gucken. Ach, hier, warte mal, da ist sie. Ich hoffe, das ist die richtige Dampflok. Die hat nämlich das... Also diese Dampflok, die hier jetzt fährt, das ist die aus dem Museumsbahnhof Schönberg, Leute. Die hat das originale Titanic-Horn drauf. Von der alten Titanic. Das haben sie nämlich da eingebaut. Haben sie nämlich geborgen. Bin ich schon mitgefahren. Ich bin auf der Lok mitgefahren. Ich habe die selbst gesteuert. Mit dem Lokführer zusammen. Da ist die ganz langsam rübergefahren. Dürfen sie heutzutage leider auf der Sonnenbrücke nicht mehr machen. Da haben sie extra nochmal angefeuert. Durfte ich auch anfeuern. Alter Falter, das hat gequalmt. Das war so geil, die Kulisse. Heutzutage fährt eine große Dampflok noch rüber. Die 10... Yes. Das ist gar kein halbes Jahr. Das sind 8 Monate jetzt schon bald her. Kommt gleich wieder. Da hab ich am Horn gezogen. Das ist doch geil. Die müssen jetzt immer ein bisschen schneller rüberfahren, leider, über diese Brücke. Diese Museumsbahn. Warum? Das ist die normale Dampfhupe. Aber gleich kommt wieder die von der Titanic. Die erste war von der Titanic. Keine Ahnung, das sind Gesetze von der Deutschen Bahn. Ich habe auf dem Handy noch Videos, die ich selbst gemacht habe. Jetzt wieder. Das hast du wirklich bis nach Fehmarn reingehört, dieses Horn. Guck mal, jetzt gibt's sie wieder Gamm. Ich guck mal, ob ich die 51er Baureihe finde. Die 1031, 1051. Putgarden, ja, das war die kleine. 13. Kann leider nicht mein Handy einschleichen. Das zweite Horn oder das dritte Horn war das von der Titanic? Ja. Das Originalhorn. Dieses Wo haben sie das denn ausgegraben? Das willst du wissen. Das haben sie. Hallo? So wie der Lokführer mir das erzählt hat, den kannte ich nämlich gut. Hat mein Vater sich was auf den haben wir immer Kaffee gebracht. Den haben wir immer Kaffee gebracht. Da durfte ich immer umsonst mitfahren auf der Lok. Da bin ich jedes Mal auf der Lok mitgefahren. Das war geil. Ja. Wo mein Ufer noch die Lok. Ja, das ist recht. Hat er noch. Was sieht denn jetzt? Wo ist die denn? Die 10, 3, 52, 81. Das ist die. Können wir mal gucken, ob die dann. Ja, ja, die Verdammung war mal hier so eine große. Bin schon vorhin da gewesen. Aber? Hast du noch Lust auf eine Runde, Jan-Niklas?
Oh, eine Runde ja, LS oder was? LS oder Fortnite ist mir scheißegal. Ich zog jetzt eine Runde Truckers and be here. Truckers, ja? Ja, Mann. Ich bin in... Ach, ihr wollt alle eine Truckers and be-Runde zocken. Ja, oh, das waren meine Chips, glaube ich. Nicht gut. Ja, also wie gesagt, Chips. Leute, wenn ihr mehr von mir hören wollt, mit solchen schönen Sachen, da teile ich das angeht, Dampflok, so alte Geschichten. Wo bist du, Fehmarn. Ich bin hier so bei uns hier die Ecke. Schreibt das rein. Wollt ihr den Sundbrücken-Film, den alten, mal sehen? Dann gucken wir uns den an, in Originallänge. Dann mache ich den mal an und dann gucken wir uns das schöne Ding mal an. Denn er ist wirklich sehr informativ. Denn da seht ihr wirklich, wie es früher gebaut wurde, von klein an, bis sie fertig war. Nichts gebracht. Also könnt ihr reinschreiben. Also hier einmal bitte im Live-Chat, wenn ihr möchtet. Oder dann unter den Kommentaren. Ich suche gerade noch ein Video, warte mal, was könnten wir denn noch nehmen? Wo wir jetzt Feuerwerk machen, geht auch nicht. Aber was könnten wir denn noch gucken? So, Leon, wo bist du? Warte mal, komm, wir gucken, auf Motos, da gab ja, mal eine Runde vorbei. Wo? Nach Mods. LS17 Mods. Bringt mir, also wenn du jetzt noch was von Motos damit reinnimmst, bringt's keinen nicht mitspielen. Nein, ich nehme doch jetzt nichts rein. Ich will doch nur mal vorbeischauen. Können wir gerne machen. Ich mach mit. Nordfriesische Marsch mit. Was ist das denn? Sieben Berge. Was ist das denn für eine neue Map? Da muss ich ja mal vorbeischauen. In der nächsten, da muss ich dir vorbeischauen. Sieben Berge? Mit großem See in der Mitte. Oh, nicht weit im Hinterland hinter den Ziegenbergen leben die sich im Ziegen. Geil aus. Die sehen nicht schlecht aus. Könnte man eigentlich auch mal mit ins Programm nehmen. Na, auf jeden Fall diesen Sonnenbrückenfilm. Den hab ich noch original auf, ja, wie soll ich sagen, auf CD. Und den gibt's aber auf YouTube. Ich mache mir das einfacher. Ich nehme den einfach von YouTube. Und dann gucken wir uns den mal an und dann laber ich ein bisschen dazu. Niklas? Denn ich kenne mich da echt viel aus. Nicht auf VHS? Nein. Das ist original auf... Nee, den haben sie auf VHS gehabt und dann hat mein Onkel den umgespielt, weil er so ein Gerät hat auf CD. Ja, okay, das ist natürlich geil. Und CD ist, Den hat meine Oma jetzt seit 2000. Ich wurde 2002 geboren und 2000 haben sie den umgebaut. Was gibt's denn hier Schönes? Wir gucken uns gerade einfach mal so ein paar Mods an. Ja, Oliver, was gibt's? So, folgt Fortnite sehen, ne? Fortnite. Was? Fortnite spielen? Naja, nachher knipst mir YouTube wieder den Stream aus, weil ich die falsche Beschreibung hab. Hä? Ist doch nicht schlimm. Doch? Das ist schlimm. Können wir den Stream ausmachen? Wieso knipsen sie den Stream aus? Sind die blöd? Eigentlich... Wenn der Stream über einen falschen Titel läuft. Ja. Also wie bei Twitch, wenn du bei Twitch, Call of Duty drin hast und Minecraft spielst, dann hauen sie dich raus. Alles über Upload hier, man. Das ist ja nicht schlecht. Ja, bei Twitch kann man sich das ja denken, weil... Feuerwehrmod. Bei Twitch haben die ja so eine ganze Anzeige... Haben sie bei YouTube auch. Haben die auch? Ja, über YouTube Gaming. Ach, stimmt. Hier, guck mal, da gibt's die Europa-Maus. Die musste ich mir eigentlich nochmal downloaden. Hier, guck mal, das ist doch ein schönes Ding hier. Die ist ja aus dem Europa-DLC, Leute. Das gibt's ja nicht. Nee, das ist die einfach, die vorher gemoddet wurde. Deswegen sperren sie die auch nicht. Aber ja. hier sind aber auch Original-Mods aus dem Europa-DLC drauf. Wo bin ich denn? Das weiß ich sag nämlich. Mal, wo du bist. Den Tipp habe ich nämlich gekriegt von anderen YouTubern. Und gerade? Naja, was könnte ich denn noch zur ETS sagen? Wir gucken jetzt doch mal bei ETS vorbei. Was können wir denn dazu nochmal sagen? Zur ETS. So, aber zwischendurch musste ich mal was anderes zeigen. War doch mal sehr informativ. Ich konnte euch was erzählen über hier meine Region, ne? Sag mal, wo du bist und dann... Weil ich bin gerade in Auxerre-Lyon. Seid ihr jetzt bestens informiert? Und wie gesagt, wenn ihr den Film von der Fehmarn-Sonnenbrücke sehen wollt, vom Bau dauert 45 Minuten, dann mache ich den mal die Tage an und dann streame das mal und dann kann ich euch dazu noch was erzählen, wenn ihr Fragen habt. Ich bin in Rostock. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt das mal bitte rein. Kannst du irgendwie Osnabrück, Hannover, Kassel, Mannheim, Stuttgart oder so kommen? Schudi, wenn ich jetzt den Titel jetzt umändern würde, in Fortnite. Nee. Will ich dann einen mit Deckel kriegen, ne?
wenn ich jetzt unten anstatt Euro Truck ins Fortnite reinballer? Wenn du Fortnite spielst, ist kein Problem. Ja, genau. Und dann kannst du später zur Beschreibung, weiß ich nicht, zum Beispiel ETS-Fortnite. ETS, pass auf, da schreiben wir Fortnite. Fortnite 2017, komm, wir ballern jetzt noch eine Runde. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf, aber auch wir haben schon ja. 0 Uhr. Na dann, kommen wir mal, einer geht ja, noch. Also, hast du irgendeine Tour, Leon, wo wir uns treffen können? Gerade mal, ach, warte mal, ich kann ja gucken. Aufträge, externe Aufträge. So, Strich, Strich. Was? Norwegen will ich nicht. Uppsala will ich auch nicht. Fort, Niete. Also, ich könnte nach Schweden fahren, Malmö. Schweden, Malmö. Ja, Niklas, komm mal drauf, dann fahren wir nach Schweden, Malmö, durch ganz Deutschland. Kommt von Rostock nach Malmö. Tauben. Was musst du? Tauben fahren. Ja, kenne ich. Ich war mal im Kleingartenverein, war... Leere Paletten. Oh. Hm? Passt nicht. Malmö ist kacke. Naja, dann machen wir das jetzt mal so. Wollen wir mal gucken. Das müsste ja Browser-Servers, Bildschirmaufnahme, jetzt müssen wir mal gucken. Das müsste Spielaufnahme 3 sein, dann machen wir jetzt mal Fortnite auf. So, ich muss alles nach oben fahren, egal was. Fahren wir jetzt eine Runde Fortnite machen? Ich wollte eigentlich gar nicht machen. Osnabrück? Warte mal. Habe ich Osnabrück hier irgendwo? Jetzt sind Mutti wach. Wo denn so Osnabrück? Alter, als wenn ich alles nach Schweden fahre. Alter, Leute, ist das euer Ernst? Jetzt muss ich auch noch ein Update machen. Was soll ich euch denn jetzt noch erzählen? Wir müssen ein Update machen. Alter Leon, ich kann nicht, ich muss nach Schweden fahren. Das ist dein Ernst gerade. Irgendwie schwarzer Bildschirm, ne? Ja. Ich fahr nach Kopenhagen. Ich muss gerade mal die richtige... Kopenhagen, was fährst du? Spielaufnahme für... Niklas, da fragt dich jemand was im Chat. Pappe. Was bitte fahren? Nach Pappe. Das könnte ein Stück dauern. Ich hab glaube ich 1200 Kilometer. Dein Bruder fragt, ob er morgen eine Fortnite oder Alice zocken kann. So, dann sag gucken nein. wir uns ein bisschen. Sag nein. Nein, ich sag ja. Olli, nein. Du hörst mich ja. Kannst vergessen. Naja, da ist das, ne? So ist das, Olli. Ich mal, soll ich noch ein bisschen Musik anmachen? Ah, machen wir noch ein bisschen Musik an. Nee, aber dem Filmchen könnt ihr euch gerne mal zeigen. Den kann ich euch zeigen. Jo, wahrscheinlich muss ich in so eine kleine Einfahrt. Die ist nur 4,5 Meter breit. Das kann ich euch mal zeigen. Tschüss. Dann braucht das Update bei Fortnite. Oh, schätze mal 5 Minuten. Oh, gegengekommen. Dann kann ich mir ja noch irgendwas auf YouTube angucken. Du kannst hier vorbeischauen. Nee, auf deinem Stream bin ich so oder so die ganze Zeit. Gucken sie alle vorbei. Das passt. Ich spiele jetzt Fortnite, ne? Mein Channel, kann ich in die Ruhe zocken. Willst du mitzocken? Ich will gleich eine Runde starten. Nee, 18%. Ja, Nick, Leon, kannst mich dann umswitchen? Ja. Na, ich will doch mit dir spielen. Dein Bruder will das nicht, die Schnarchnase. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Hast du auch nicht gesagt. Das hat Olli gesagt. Habt ihr was gehört? Nö. Bist du gut in Fortnite? Geht so. Ich bin scheiße. Viel zu selten. Das können wir doch mal machen. Wusstest du eigentlich, dass es Kreissägen gibt, wie wenn sie dir einen Finger schneiden? Wir gucken nochmal Schiffe. Herr Nickel? Was denn? Wusstest du, dass es Kreissägen gibt, die in ihrem Sägeblatt Strom leiten, damit wenn man da ranfasst, dass die Säge runterklappt? Nee, das wusste ich nicht. Hier zum Beispiel ist der Puttgarner Fährbahnhof. Hier ist die Fehmarnsundbrücke. So, in dem Bereich wohne ich hier. Also auf dem Festland hier. Schönes Hintergrundbild. Ja, man muss da vorher irgendwas machen. Welche Musik ich gerade spiele, Elektromania, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hab den Standard-Hintergrund drin, warum auch immer.
hab gar nicht anderes. Ja, und das mit der Fehmarnsundbrücke war mal ein kurzer Ausschnitt. Also wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt das bitte dann einmal unten in die Kommentare rein, wenn das Team zu Ende ist. Ja, Schiffe, gibt's das Neues hier an Schiffen? Nö, anscheinend wohl nicht. Ich guck mal, ob ich ein Kreuzfahrtschiff finde. Das ist das, was ich meine mit der Kreissäge. Stena, wo was zippert. Das war die Europa. Wo fahren. Sag mal, wo fährt denn die AI da rum? Das würde mich jetzt mal interessieren. Welche? Komm, ja, mal vorbeischauen. Hattest du das eigentlich mal mitgekriegt, dass dieses eine riesen Schiff im Hafen von Travemünde eingeweiht wurde? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Weißt du das? Wie eingeweiht? Ja, das war die Mein Schiff. Da wollte ich hinfahren. Das war die Mein Schiff. 1, 2, 3. Ne, 3 nicht. Das war Mein Schiff 4. Weißt du, wie da, was da zusammengebrochen ist? Die hatten ja eine Videoübertragung vom Schiff, die ist zusammengebrochen. Ich weiß. Das war so geil. Ich stand da so auf dem Spielplatz unten. Ja. Und dann gucke ich so auf diesen Live-Tag-Film und dann hört man nur so: Ich taufe dich auf den Namen Mein Aussetzer. Schiff. Ich habe den Online-Livestream auf Dings gesehen. Ich habe ihn von hier verfolgt, von zu Hause. Ja, ich war vor Ort. Ich habe sogar noch Kameraaufnahmen, aber ich weiß Prima, nicht, ob ich ihn die Vita, sind. Bella. Übrigens, ich habe einen neuen Rechner. Luna. Ich habe mir einen neuen Rechner angetan, Jan. Wo ist denn bitte mal? Vita, was war das denn nochmal für ein Dampfer? Hm. Was ich so sonst für Musik höre, David Guetta, Robin Schulz, sowas, ne? Bleib mir damit bloß vom Leib. Hör ich gern. Ja, bin auch DJ. So, ich mach nochmal Werbung für meinen G-Portal-Account, sonst kriege ich einen über den Deckel von G-Portal. Warum? Sponsoren die dich? Hm. Im Ernst? Hm. Krieg alles selber als Chipotle. Bin ja Stammkunde. So, pass auf, wir drehen mal eine Runde über Chipotle. Kriegst du die ganzen Server umsonst oder was? Nicht das, aber ich muss einfach was tun. So, wir gehen mal hier auf meinen Kanal. Wenn ja, bin ich jetzt ganz schön Spielzeug. Mein Server ist jetzt abgelaufen, ich hab keinen mehr. 1333 Abonnenten, danke dafür, so. Die Hansa-Park-Parade, ja, die hätte ich gerne gestreamt. Ja, geht aber nicht. Internet wollte nicht mitspielen. War das schönste Wetter. Toll war das. Scheiße war das. So, pass auf. Günstige Voice- und Game-Server. Wenn ihr euch ein TS holen wollt oder irgendwie einen Server, LS17 oder Minecraft, geht darauf. Ballert darauf. Da oben steht noch der falsche Name. Das müssen wir mal umstellen. Und dann kriegt ihr für meine Community 5% Rabatt. Auf alle Server. So, dann nehmt ihr euch einen Server, Beispiel LS17. 1,50 pro Shorts jetzt bestellen. Wenn ihr 6 Slots haben wollt, oder nehmen wir 16 Slots. 30 Tage könnt ihr nehmen, 3 Tage könnt ihr nehmen, 90 Tage könnt ihr nehmen und 365 Tage könnt ihr nehmen. So, und dann geht ihr auf Weiter, nehmen wir mal Weiter, so. Da müsst ihr euch anmelden mit eurem Konto und dann könnt ihr das bezahlen. Ark und sowas alles. Ihr könnt hier alle Spiele, die ihr haben wollt, dann euch darüber mieten. Also wer Interesse hat, der kann gerne über diesen Link 5% kriegen. NASA? Frage? 5%? 5% kriegst du. Wo ist der Link? Ich muss mal angucken. Live-Aufnahmen aus dem Weltall, na sowas aber auch. Dann haben wir ja heute eine bunte Mischküche.
Also im Weltraum möchte ich nicht sein. So, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, also ich darf ja keine Werbung in deinem Stream gegen G-Port machen, aber ich sag mal nichts. Nö, ne, G-Port ist schon gut. Dann kommen wir nochmal auf Facebook vorbei. Kannst du mal für 5 Sekunden deinen Stream stumm schalten, damit ich dir einmal was sagen kann? Kannst du machen. Also ich heiße noch immer Jan Tjag. Seht ihr da? Schalt mal kurz auf. Mach ich gleich. Machen wir gleich mal, warte mal. Naja, auf jeden Fall könnt ihr raufgehen. Seht ihr es? 469. Genau, apropos Fortnite. Guck mal, wie weit es ist. Ich mute mich immer. So, weiter geht's hier jetzt. So, da wollen wir mal schauen, wie jetzt so Fortnite sagt. So, Andy kann halt losstarten hier. Hast du noch 2 Leute, die mitspielen? Dann könnten wir Teammodus machen. Wäre schön. Ja, mal gucken, wo ist Fortnite jetzt drin? Welche Spielaufnahmen ist das? Das ist immer so eine Sache. Du weißt ja, wie ich überall heiße. Der Panzer heißt der überall Panzer. Sag mir mal. Was ist jetzt dein Problem? Das ist Fortnite. Meine ich doch. Weil ich habe jetzt einen PC, da läuft einfach alles schlecht. So, wer will noch mitspielen? Ich brauche Mitspieler. Gerne. Ja, dann habt ihr auch mal was von meiner Gegend hier in Schleswig-Holstein gehört, wo ich wohne. Mit dem Hansapark, kam gerade mit Powertomer. Und dann, ja, halt mit mir in meiner Region, wo ich so wohne. Hast du angenommen meine Einladung? Ich habe noch keine bekommen. Heißt du hier unten im Stream Jan Niklas? Jan Niklas, heißt du hier unten, wie du es in die Stream? Ich heiße Jan Tjag 2002 noch da, leider. Muss ich mal umändern. Wieso leider? Weil ich den Namen noch umändern muss. Ja, aber warum hast du das überall geändert? Weil ich das machen muss. So, wer kommt zu mir? Jan-Tjag? Ja, Jan-Tjag 2002. Wie schreibt man das? Ich bin scheiße in Rechtschreibung. Großes J, kleines A, kleines N, Bindestrich, großes T, großes kleines J, kleines A, kleines R, kleines K und dann ist 2002. Ah, viel zu schnell. Großes T, kleines J. So, wir sind noch Mitspieler, wer will mitmachen? Ist Jan groß geschrieben? Jo, ist ja, das J ist groß nur. Ja, Jan Binder, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich muss morgen eigentlich auch schon früh raus, aber ich werde auch gleich Schluss machen. Eine Runde Fortnite und dann war's das für heute. Dann geht's morgen weiter. Ist ja auch nett, dass ich noch Fortnite Bambus mache. T-J? Ja, da habt ihr heute vieles gelernt. Einmal ETS, einmal was vom Hansapark, vom Power Tower. Einmal was noch von der Fehmarnsundbrücke und dann noch mal was von meiner Gegend. Und dann haben wir uns noch ein paar Schiffe angeguckt. Finde dich nicht.
Großes J, kleines A, kleines N, ein Minus, das T groß, das J klein. Kleines A, kleines R, kleines K und dann die 2002. Kleines J, kleines A. Ja, das T nur groß und der Rest ist klein. Wohl nicht gefunden. Wirklich ein Minus oder ein Bindestrich? Bindestrich. Gut, such mich einfach, bei mir geht das nicht. Ja, durch. Der Name. So wie im Teamspeak. Was meinst du mit neuen Autos? Panzerfahrer. TV. Kopier das mal einfach nur rein. Panzer. Hast du? So, wer will denn noch mitfahren? Mitmachen? Hast du eine Freundesanfrage gekriegt? Warte. Wo finde ich die? Da oben. Da steht da Freundschaftsanfragen. Wo steht das? Hinten ist die Frage. Da oben. Da sind drei Figuren, da musst du rauf. Und da steht da Freundschaftsanfrage. Da stehen 0. Schick ich nochmal eine. Go. Pan, alles klein, ne? Nein, P groß, TV groß. P groß, was groß? Panzerfahr mit H, R, E, R, Panzerfahrer. Guck mal bei dir hin. Hast du eine bekommen? Ja. Gut. Angenommen? Ja. Bei mir bist du offline. Ja. Du bekommst noch eine richtig geile Karre, ja. Dann viel Spaß. So, nun aber. Machst du auf Duo? Teams, aber Duo, ja. Ach, da wollen wir nochmal eine Runde gehen. Na toll. Warte kurz, ich muss mich kurz im TS muten und Sound ausmachen, sonst dreh ich durch. Ach, ich mute mich hier auch. Jetzt. Lass einfach runtergehen. Tschüss. Nee, lass einfach hier rüber. Ich wünsche euch. Scheiße. Was? Jetzt habe ich Musik angehört. Nee. Sorry, dass ich dir geklaut habe, aber ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, weil wir gehen jetzt Fortnite zocken noch eine Runde und dann ist Schluss. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Tschüss. Sound muted. Bis morgen. Mikrofon muted. So, weiter geht's. Na dann, ist das so. Wovon geht der? Komm, lass noch mal ein paar Runden Fortnite spielen. Ja, hier, da gehen wir hin, zum Friedhof. Das ist meiner. Da gibt's immer schöne Sachen. Wo wollen wir hingehen? Da hinten? Friedhof. Ja, glaube ich dir, dass das halt Geld kostet. Ist nicht billig, so ein Ding. Hast du es eigentlich mitgekriegt? Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft. Und was hat er gekostet? 900. Na, auch nicht schlecht. Ja, ich hatte halt Geld übrig. Ich will mitmachen, darf aber wegen Ostern her. Dein Bruder ist echt so einer, das sag ich dir. Muss mal deine Mutter Bescheid sagen. Ja. Oder wollen wir mal beim Loot Lake hin? Du sagst, wenn wir raus müssen, ich flieg dir hinterher. Lass mal hier runter. Wohin? Hier runter. Oh, der geht direkt da. Oh, oh, oh. Naja, das gehen wir hin. Komm mit. Ich flieg da vor, es sind zwei Häuser, die da wohnen, willst du. Vorsicht, da geht einer runter. Komm mit, wir gehen hier unten hin. Oh, er ist hier. Komm mit, wir gehen in eine andere Stadt. Ist das nicht Tilted? Tilted ist ganz bescheuert, du. Ich hol mir die Kiste. Was ist das denn? Danke.
Medipack hast du mir gerade gegeben. Wohin gehen wir dann? Oh, wir müssen noch mal eine Runde machen. Ich glaube, zu tilten können wir, aber das war gerade richtig blöd, die Landeaktion. Geil, du hast eine Armbrust, die sind immer geil. Welche Farbe? Lila. Ja, das ist schon eigentlich recht gut. Versuchst du mich gerade zu penetrieren? Falsche Richtung, tiltet es nicht in der Zone, geil. Problem ist, dann kommen sie gleich alle von da. Oh. Nee, wir gehen hier raus. Bevor wir durchs Wasser warten, ist so eine Scheiße. Aber die kann gleich auch andersherum gehen. Komm mit hier lang. Hier unten an. Komm hier rum. Weil ich möchte ungern den gleich der Horde aus Tilted in die Finger geraten. Wenn da keine Ahnung 40-50 Mann kommen. Ist ja der Computer von ihm. Na dann, Oliver, das ist doch doof. 250.000! Mann, das ist aber eine Menge Geld. Ich meine, ey, da wird lange für arbeiten. Was? Was hat 250.000 gekostet? Ein Auto. PC? Komm mal, wir gehen mal nach Pleasant Park hoch. Naja, Problem ist, gleich kommt Border und ich möchte nicht in der Border. Du kämpfst jetzt erstmal mit der Armbrust? Ja, ich guck mal, was ich da noch so schönes rumfliegen finde. Naja, dann haben wir heute eine Kombi-Runde gemacht. Aus Fortnite, ETS. Fortnite war ja eher nur zeigen. Ja, und so ein bisschen schnacken. Das hier vorne. Geh du mal in ein anderes Haus, dann teilen wir uns auf. Hier wird schon nicht so viel los. Hinten links wird gebaut. Ja, ich geh hoch. Hier ist nichts. Leergeräumt die Bude. Tatsächlich, sehr geräumt. Komm mit, war wie zu erwarten, da unten war eine leere Kiste. Also war doch nicht so der gute Spot. Vorsicht, wir werden beschossen. Von wo? Von hinten. Da hinten ist eine Waffe. Aber da rankommen, das ist scheiße. Ja, von da. Von da kommen auch die Schüsse. Was abhauen? Ja, gut, weg hier. Das war ein Mercedes nicht billig. Du willst mitmachen, Daniel HD? Teamspeak sind wir gerade nicht. Lauf. Ich lauf hier runter. Nur so bloß weg da. Ja, das. Du kannst dich. Das ist eine Tankstelle. Hier gibt's leider noch mal ein paar Granaten. Inwiefern? Gibt's hier da. Manchmal gibt's da was. Wir hätten doch mal zum Friedhof gehen sollen, wir Dorfdeppen. Nee, weil guck mal, wo der ist. Und der ist garantiert nicht annähernd in der Zone. Du hast was übersehen. Was denn? Munition. Gib mal her. Wie gehe ich ins Inventar? Mit I. Und dann einfach rausschmeißen. Ich glaube, du hast nur eine Shotgun, oder? Da ist es leer, weg. Schade aber auch. Ab zur Zone. Und schon mal gar nicht der Mercedes AMG, da hast du recht. Oh oh. Da hinten bauen sie. Du, da kommt einer rechts. Aber den kriegst du. Wo ist der? Ich lenk ihn ab. Du hast nur Ball. Hey, ich bin ab. Und ich bin down. Boom. Ach komm, eine machen wir noch. Obwohl, eine Viertelstunde können wir noch Fortnite spielen, dann haben wir 3 Stunden voll und dann reicht das für heute mit Stream. Und dann geht's morgen mit LS weiter. Ja, und wie gesagt, wenn ihr was wollt, zwecks dem Sonnenbrücken-Film müsst ihr euch mal melden. Dann. Willst du noch jemanden rein, mal. Oder? Ja, oh, hier will noch einer rein. Stimmt, da war ja was. Der ist aber Teenspeak. Kommst du rauf, Daniel? Daniel, ich muss einfach Fortnite.
Er kann ja auch hier rüber reden. Daniel? Außerdem hast du Auffüllen drin, dass wir dann. Ja. Obwohl lassen wir nicht auffüllen. Na doch. Ein Mann mehr kann nicht schaden und wenn er als Kanonenfütter dient. Naja, wo bleibt denn Daniel jetzt? Daniel! Daniel! Hallo Daniel! Ich muss die Season noch ein paar Sachen schaffen. Ich will mindestens bis Punkt 18, nee, bis Punkt 22 kommen, dass ich einen Rucksack krieg. Bleib Daniel. Wir müssen bei Daniel. Wollen wir sonst mal eine Runde Duo spielen? Komm bei Daniel rein. Ich hab dir eine Einladung geschickt. Ach, geht doch. So. Muss er dich nur noch einmal zum Gruppenadmin machen am besten. Hat er schon. So, Daniel, jetzt schieß mal los, Alter. Wir wollen zocken hier in der Runde. Oh, ich konnte euch nicht beitreten gerade. Ich hab's gerade neu in den Chat nicht geschrieben. Nicht schlimm. Okay. Wie kann man tanzen? Auf die Figur aufgehen und dann im Mute. Naja, dann machen wir noch eine 10 Minuten und dann ist gut hier. Wo wollen wir, Daniel? Guck mal, da kommen wir jetzt zum Friedhof. Ja, und das hätte ich sowieso jetzt vorgeschlagen. Heute endlich bei 11 aus 100 gegangen. Da wollen wir Schulbus fahren, ne? Warte, ich muss mit dem Sprachchat los. Mann, dann haben wir aber lang genug gestreamt heute. Hört ihr mich gut? Ja. Langsam raus. Haben wir Kombi gemacht. Also wenn ich mal einen 12er machen sollte, werden wir auch Kombi machen. Jan, kommst du? Ich muss erstmal fliegen, sonst wird das hier nichts. Wer geht Kirche? Ich gehe ein bisschen da hinten in die letzte Ecke. Obwohl, ich gehe da hinten in die Stadt. Ja, da gehe ich auch und kommst du mit mich an? Wann liegt das? Ich kann hier alle hier Haunted Hits gehen, sonst ist es, sonst sind wir alle auseinander, wisst ihr. Okay. Ich sag es nur, dass es leer geräumt. Oh, hier ist eine Christ. Ich hab schon eine Truhe. Hier ist keine Sau, wo ich bin. Ich hab eine goldene Schrotflinte. Und zwei große Shieldies. Ich habe eine Shield. Ordentlich. Ja, das muss auch mal sein. Sich Träume erfüllen. Mal gucken, ob das ein epischer Wind ist. Sturmgewehr. Ah, die Zone ist auch noch mit uns. Geil. Flinte, eine schöne habe ich bekommen. Geil. 58 Munition. Geil. Ich habe heute schon 4 epische Siege gehabt. 76. Frage, bis wann wollt ihr spielen? Ich guck mal, wie lange ich noch mache. Frag mal grob in die Runde. Also ich mach nach durch. Ich habe leider keine Zeit, weil ich Nachhilfe habe, sonst hätte ich auch keine. Ich habe nicht ganz die Nacht, ich muss um 1 Uhr aufstehen, also um 11:30 aufstehen. Das ist so meine einzige Begrenzung.
Ansonsten kann ich auch. Jan, hast du noch was Gutes im Dorf gefunden? Ja, hier ist ganz viel. Ich komm dann nochmal zu dir. Ich brauch Lohnt Holz, sich das nochmal zu dir zu kommen? Ja, klar. Ich würde sowieso raten, dass wir jetzt alle zu Jan gehen. Was ist das eigentlich für ein Riesenlama da hinten? Kann ich da hinten ist, da sind zwei Chests. Will da aber jemand lohnt sich nicht hinzugehen, weil nicht, dass da gleich hier vorne welche in Junk Junction hocken. Nee, da ist ja ich brauche hier was zu bauen. Jan, bist du in Junk Junction? Nein, der ist da hinten. Also ich bin hier in Junk Junction. Mit aber so wie es aussieht, ist Junk Junction nicht gelootet. Also sind... Ich gehe mal durch Junk Junction. Ich brauche noch eine gute Waffe auf jeden Fall. Chest. Ja, gehe ich schon hinten. Granatwerfer? Ich brauche eure Hilfe hier in der Stadt. Sind da welche oder was? Nein, weil ich hier noch Munition. Ich habe hier noch Kisten, aber kann ich bauen. Hier ist irgendwo noch eine Truhe. Oh ja, taktische Maschinenpistole. Ich habe hier damit noch zwei pro. Weiß, wo eine ist. Und wir sind sogar hier in der Zone. Komm zu mir. Will jemand einen Granatwerfer haben? Ja, ich nehme mal einen. Zwei große Möglichkeiten, zwei große Schilds. Panzer. Ja, wo bist du? Den. Bist du hier in Junk Junction? Ja, ja. Willst du noch was Gutes haben? Ne, ich hab. Nein, willst du Schild oder so? Ich hab 100 Schild. Nein, ich habe aber noch zwei große und zwei große Medipacks übrig. Medikits. Dann kann ich die Medikits mitnehmen, weil ich habe schon einen dabei, denn... Du hast ja, die machen Medikits. Wir gleich. Ja, warte kurz. Wie viele Wins habt ihr eigentlich mittlerweile? Also Jan, du? Ich hab ganz wenig. Ich hab einen. Ich glaube ein oder zwei Wins habe ich gerade. Ich bin halt heute 4 Stück gemacht und habe insgesamt 19 Stück. Ich habe eine Disco-Kugel. Ich habe einen Granatwerfer. Und ein schönes MG. Ich habe eine goldene Schrotflinte, also. Hier liegt noch ein großer, Und ich hab noch ein Scharfschützengewehr. Wo ist die Kiste? Zwar nur ein blaues, aber das reicht, ne? Kann ich das Scharfschützengewehr haben? Bist du gut damit? Ja. Hast du was, das ich nehmen kann? Und für den Granatwerfer? Bitte. Ich habe aber keine Munition für Sniper wirklich. Ich brauche eine Munition. Die hast du. Welche ist das? Das ist schwere Munition, ist das. Ist das die ganz hier, die hier? Ich kann gleich hier ein bisschen rumballern. Ja. Ich habe nämlich noch schwere Munition. Also, ich habe ein Sturmgewehr. Hat jemand noch schwere Handkanone, Munition? Ganz wichtig. Taktische Maschinenpistole und eine Bocce Bomb. Alles klar. Jan hat eine Ska. Hat jemand noch ein schwere Munition? Ihr wisst, dass es Richtung Jan. Hm? Hallo. Was ist denn? Hast du noch schwere Munition? Ich habe nur mal, ich habe hier mittlere Patronen, leichte Munition Patronen, schwere Patronen. Ja, die brauche ich. Kommt ihr mit? Ich gehe da am Berg hoch. Von da aus können wir noch schön zur nächsten Zone laufen. Der hat noch einer gebaut, vorsichtig. Oh. Ja, das. Nee, das war Motel. Schon gedacht. Na, ich grüße nochmal alle 4 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Dann machen wir das ja als letzte Runde für heute, weil wie gesagt, ich muss morgen wieder um 10 aufstehen. Ja, für dich letzte Runde. Ja, ich würde auch gerne noch weiter zocken. Daniel, wollen wir gleich noch ein bisschen? Ja, vielleicht mal noch mal eine mit, muss mal schauen.
Aber zur Not können wir ja morgen auch mal eine Runde Fortnite machen. Hast du das gehört? Von, wer war das? Wart ihr das? Einer von uns war das mit den Schießen. Schreck mich nicht. Wie kommen wir da runter, ohne tot zu gehen? Bleib hier. Da haben sie gebaut. Da unten, da hängen sie drin in dem Gebäude. Warte, nicht drauf schießen, bitte. Den eine geben. Oh, ups. Nein, nicht schießen. Wo sind die? Da hinten, wo die gebaut haben. Siehst du das nicht? Da oben. Siehst du das nicht? Das runde Gebaute. Da hinten, da. Geradeaus. Ja, da hockt keiner drin. Sollen wir dir das runterschießen, die Holz... Ich habe mir in den letzten 3 Jahren 3 Wünsche erfüllt. Ich habe mir Mercedes, 63 AMG GTS und Lamborghini Aventador und ein Ferrari 400 gekauft. Ist da jemand oder schlecht, ist alles frei? Nicht schießen, bitte. Ja, wenn ihr nicht safe wissen. Bist, dass da welche sind. Da sind auf jeden Fall keine, das habe ich vorhin schon nachgeguckt. Mit Sniper siehst du das nämlich, du kannst da nämlich durch. Hört ihr das? Da hinten! Am Auto! Wo? Links zwischen diesem kleinen grünen Haus. Die haben sie gerade abgebaut. Das so ein gelbes dahin? Auto ist das. Soll ich mal versuchen, ob ich mit dem Granatwerfer rankomme? Nein, nein. Das wird nichts, das kann ich schon sagen. Das ist zu weit weg. Wie nah kommt die nächste Zone, was glaubst du? Ach ne, die ist ja schon da. Glaubt ihr, die Zone bleibt hier in der Gegend? Da müssen wir mal gucken. Geh nochmal, passt immer ein bisschen auf, ich geh noch ein bisschen Holz holen für mich. Warum ungefähr, schätze ich mal, bleibt die Zone am Ende. Vor allem, wir hocken hier so zu dritt oben auf dem Berg, zu viert. Lass uns so lange hier bleiben, am liebsten würde ich da runtergehen und mal gucken, weil da sind noch schöne Munition ist da. Ich habe aber zwar noch Munition, ich habe noch eine Disco-Kugel. Runtergehen und wir sichern ihn von oben ab. Wenn einer runtergeht, ist er gefundenes Fressen. Ja, aber wenn wir drei hier oben mit Maschinengewehren hocken, dann sind die anderen eher gefundenes Fressen. Oder? Weil da liegt wirklich schön Munition und alles rum, also ich hätte auch gern was von. Das Problem ist nur, ich hab da unten Leute gesehen. Wo sind die genau? Links. Hat einer von euch noch mittlere Munition übrig, ganz viel? Wie viel hast denn du? Ja, 64 Schuss, damit kommst du mit meinem G nicht weit hin. Das bist du... Gib mir ein paar Sekunden, dann ist das leer. Bitte. Lass erstmal alle hier bleiben, bis wir runter müssen. Leute, Loot Bob. Ah, ne, der ist zu weit weg, den würde ich nicht holen. Weit weg sind. Ich guck mal ein bisschen um uns herum, ob hier noch irgendwo welche rumlaufen. Hat irgendjemand noch ein Scharfschützengewehr, womit er nicht umgehen kann? Jan? Nee. Gut. Hätte ich das genommen. Wo hängen die? Hängen die da oben auf dem Dach oder was? Der eine könnte ja. Da neben dem Dach sitzen da. Guck dir da ab und zu mal vor, wenn du ihn siehst, sag's Bescheid, dann machen wir mal Party mit denen. Das sieht mir so aus, als wenn der hinter der Ecke da hängen würde, da. Wo denn? Da ist aber keiner mehr. Die sind schon weg. Nee, im grünen Haus hocken sie ja. Ja? Das befürchten wir ja gerade so ein bisschen. Nicht im grünen Haus, selten in diesen, Grün? Hinter dem grünen Haus da ist das so ein... Da haben sie auch gebaut. Ich glaube nicht, dass die da weg sind. Wenn du schon sagst, die haben da eben was abgebaut, wo sollten die denn hingehen sein, ohne dass wir es gesehen haben? Eigentlich hat eigentlich dauerhaft jemand das Ding im Visier. Meinst du das grüne Haus mit dem Keller oder was? Ja. Nee, dahinter das Haus, meinen wir. Ach, moderne Haus. Sonst lass uns gleich da mal runtergehen und mal ein bisschen Party machen. Wenn die Zone gleich wieder kleiner wird. Ja, wenn wir da runtergehen und Party machen, dann sind wir halt auch gefundenes Fressen. Ich hab noch eine Disco-Kugel. Ich hab einen Granatwerfer, ich kann uns das Haus wegpumpen, wenn du so, willst. So, wir müssen nein. Runter. Nee, müssen wir nicht. Doch. Ich bin schon unten. Ich bin gleich schon da. Hilfst du mir mal? Stimmt. Wir müssen... Wollen wir dann außen rumgehen und auf den anderen Berg klettern? So, im Pleasant Park sind keine mehr.
Scheiße, jetzt hab ich Schaden, Fallschaden bekommen. Ich hab schon aufgepasst, dass ich keinen bekomme. Versucht immer an den Kanten runterzurutschen, das lohnt sich. Lila Kanone, nicht schlecht, hab ich schon. Frage, was für eine? Handkanone. MP, geil. Nimm mich mit. Ist besser als meine Maschinenpistole. Kommst du ja, Niklas? Ich geh hier hinten nochmal gucken. Bitte nicht die Bäume ganz abbauen. Nur so weit, dass man es nicht sieht, oder was? Also bis 50 runterhitten. Stimmt, oh, dann sehen ich die. Ich sehe welche, ich sehe welche. Kommt mal alle her, ja Niklas, komm her. Hey, warte, ich muss mal ganz kurz was machen. Jetzt bin ich runtergefallen, scheiße. Ich seh die auch. Ich würde da nicht hingehen, so wie du jetzt da stehst, Panzer. Tiffel, oder wie du heißt. Ja, ich geh schon ein bisschen zurück. Leute, hoffentlich schaffen die, hoffentlich kriegen die mich nicht. Gebt mir Feuerschutz. Wenn du hier oben bist, bist du relativ safe mit uns allen. Bis hier einer tot ist, ist doch ein Moment hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat mir gegeben. Hast du noch Healpack? Hat noch wer. Du hast doch noch diese Schlürftränke, ne? Ja. Kann ich einen davon, kann ich die eben haben, ganz kurz? Soll ich mit meiner. Also ich kann euch anbieten. Eine Handkanone, eine Sturmgewehr. Hier kannst du mir die Schildkröte nehmen. Jan? Ja? Für die Waffen tauschen. Bis die haben, ja, welche wir haben. Skar. Frau, komm ich darüber mit dem Granatwerfer, glaubst du das? Nein, das wird nix. Versuch's mal ganz hoch zielen. Hab ihn fast. Er hat 150er Schaden. Hammer, geile Runde. Soll ich die Disco-Kugel bereithalten? Ich repariere mal kurz das Ding unter dir, damit du nicht dir das. Soll ich nochmal mitballern? Ich muss nachladen. Hier macht das Spaß, oder? Oh oh. Vorsicht, da kommt was. Vorsicht, runter, alle runter. Ich mach das jetzt mal mit denen da drüben, die Bude heißt. Soll ich nochmal? Zone, weg hier. Komm, schaffst du das ja, Niklas? Daniel, da vorne rein und zur Tanke. Nee, in die Tanke, selbst. Ich bin tot. Leute, hilft mir. Ich bin kurz vor der Zone, Panzerfahrer. Da kommen wir nicht hoch. Wir können dir nicht helfen. Scheiße, ich bin zu kurz vor der Zone. Versuch da rauszukrabbeln aus der Zone. Ging nicht, das ist trotzdem. Schade. Naja. Seid ihr noch da? Panzerfahrer? Schade, ich hätte zugucken können. Naja, dann drehen wir den Spieß einfach mal um. Ich sag danke fürs Zuschauen. Es hat mir wie immer sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn wir am Anfang so kleine Problemchen hatten mit ETS, mit dem Steam-Fenster. Aber naja, das hat sich ja so dann nach 20 Minuten geklärt. Ist schade drum um die Zeit, aber danach haben wir ja noch 2 Runden gefahren. Ja, war doch sehr schön. Also eine Runde ETS haben wir gemacht. Dann haben wir nach LS-Mods nochmal geguckt. Dann haben wir habe ich noch was von meiner Umgebung so erzählt, was hier so schöne Sehenswürdigkeiten sind, wie viel man Sundbrücke mit Dampflok, dann Heidepark mit dem Thema, wo Kai Hansapark sagte mit Kai mit dem Freifall Tower, das habe ich euch dann gezeigt. Und dann nochmal, ja, am Ende dann eine Runde Fortnite. Das war doch schön. Und
Ja, mit den Schiffen war auch toll, konnten wir nochmal mal geguckt. Also es war ein sehr, sehr schöner Stream, hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr den Film von der Fehmarnsundbrücke gesehen wollt, den Bau, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einmal unter dieses Video dann schreiben würdet, ich möchte den Film sehen. Oder nur Film Fehmarnsundbrücke. Gut, nun wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir hören uns dann morgen wieder oder die Tage. Aber morgen Abend, denke ich, bin ich da und stream dann. Mal gucken, entweder Fortnite oder Les. Lasst euch überraschen. Nun wünsche ich euch eine schöne Nacht. Und wir hören uns am Morgen aller frischen ModGod, auch wenn ihr das noch nicht dacht. Danke für alle Daumen nach oben und für alle Abos, die dazugekommen sind. So, nun wünsche ich euch einen schönen Abend. War wieder sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. ModGod, euer das Abo und Daumen wäre sehr nett. Ja, wer noch nicht genug gekriegt hat, kann ja gerne das ein oder andere Video auf diesem Kanal sich noch angucken. Und vielleicht auch noch einen Daumen da lassen, wenn du Werbung machst. Danke dafür. Jetzt würde ich mich noch sehr über Daumen und ein Abo freuen. War doch sehr schön heute. Tschüss, ModGod, euer das und Nacht.